war um 1872 in Wien. So ein Typ namens Siegmund lebte in unserer Straße. Er trug eine Brille, studierte Medizin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasste. Er schlug mich am Flipper, er schlug mich im Schach. Er schlug mich bei jeder erdenklichen Sache. Die Niederlagen ihrerseits schlugen mir nach und nach auf mein Gemüt. Und ich schwörte Rache, ich stahl seine Schlüssel, lockte ihn aus dem Haus, um durch die Veranda-Tür einzusteigen. Mein Herz klopfte Sturm, denn ich wusste es genau, und dieses eine Mal würde ich's ihm zeigen. Und so hab ich Sigmund Freuds Schachbrett zerknickt, 1-0 für mich, psychologischer Sieg. Jahre vergingen, die Reue blieb nach. Ich fühlte mich allmählich wie ein Verbrecher. Der Scherz, von dem ich mir einst Freude versprach, entpuppte sich langsam als Freundschaftsversprecher. Ich... Scheiße. Nein, verdammt. Wie live. Es war um 1872 in Wien. So ein Typ namens Sigmund lebte in unserer Straße. Er trug eine Brille und studierte Medizin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasste. Er schlug mich am Flipper, er schlug mich im Schach. Er schlug mich bei jeder erdenklichen Sache. Die Niederlagen ihrerseits schlugen mir nach und nach auf mein Gemüt. Und ich seine Schlüssel und lockte ihn aus dem Haus, um durch die Veranda-Tür einzusteigen. Mein Herz klopfte Sturm, denn ich wusste es genau, dieses eine Mal, da würde ich ihm zeigen. Und so hab ich Sigmund Freud Schachbrett zerknickt, 1-0 für mich, Psychologe. Der Scherz, von dem ich mir ein Freude versprach, entpuppte sich langsam als Freundschaftsverschwender. Ich hatte am Möchte zu Psychologie, Natales geleiht, und ich begann mich zu schämen und schickte ihm eine Versöhnung per Mail. Vielleicht können wir hier wieder was unternehmen. Doch als er mich einlud in seine Villa, entfachte von neuem Rivalität, sein Pool, sein Gestüt und sein echter Gorilla. Hatte mir nur kurz einen Rücken zugedreht und zack, hab ich Deutsch, Klappertje, Ei eingerückt. 2-0 für mich, psychologischer Team. Tage danach stand in der Psychologie heute zu lesen, der Ehrgeiz der Freunds war verschieden, seid sicher uretralen Ursprungs gewesen. Er schlug mich am Flipper, er schlug mich im Schach, und jetzt begann er sogar noch mich zu kränken. Ich schlug uretral in einem Lexikon nach, dass ich nicht erfreut war. Könnt ihr euch denken, noch dieses Mal brauch ich für meine Rache einen besseren Plan, damit er endlich begriff, wo die Blutwurst herkommt. Und es gab da eine Sache, bei der ich mir sicher war, dass sie trifft.
Hallo, hallo, hallo. So, jetzt habe ich mir was überlegt, da habe ich mir was eingehandelt. Keine Ahnung, ich habe mir das gerade eben überlegt, dass ich das jetzt machen will. Mein Name ist Menschheit, ich bin neu in der Stadt. Ich wohne jetzt in Remscheid, hab zwei Zimmer mit Bad. Ich lad mir gerade Jerks illegal aus dem Netz hoch. Da geht mein Handy, ey, was denn jetzt noch? So ein Kaktus war die Bank, ey, mein Rentenfonds ist leer. Denn er bestand zum größten Teil aus Aktien von Ikea. Leider gibt's seit Mittwoch keine Regenwälder mehr. Wo krieg ich jetzt ne neue Rente? Die erste Idee, leider nicht immer die beste. Ich leih mir ne Uzi, ne schusssichere Weste. Stürm die Bank, doch scheinbar werden Scheine auch aus Holz gemacht. Das hab ich wohl nicht gründlich durchdacht. Verkack dich, verdrück mich, das war's dann. Zum Glück steht ein Stück bergab schon mein Fluchtwagen mit laufendem Motor und im Rückwärtsgang. Und dann alles auf Anfang, alles auf Anfang, alles auf Anfang, alles auf Anfang. Nee, so läuft es nicht. Okay, naja, wir haben es probiert. Wir haben es versucht. Und es sind gescheitert, einigermaßen. Es war aber auch nicht ganz vollkommen peinlich. Wir haben das Mittelmaß gehalten. Ziemlich Metal hier. Oh, findet ihr? Okay, ich mach mal kurz das Mikrofon aus, um den Hall wegzumachen. Ihr kennt das ja schon. So, und da bin ich wieder in gewohnt Unhalligkeit. Ah, so. Ja, hallo und willkommen an diesem wunderschönen Samstagnachmittag. Die Hälfte von euch sitzt im Park. Die andere Hälfte scheut die Sonne und ist deswegen hier in diesem Stream angekommen, wo ich doch glatt wieder besseren Wissens, weil ich doch weiß, das wird wieder eine ganz schön lange Nummer, auf die ich mich jetzt hier committe, nochmal eine zweite Staffel der Reaction-Action-Geschichte hinterher schieße. So, wer ist denn alles da? Es sind hauptsächlich mal wieder Pings im Chat, wie ich sehe. Frankensteins Ping sehe ich, Reise Ping sehe ich, Poo Ping sehe ich. Dragon Ball 2 ist kein Ping. Mr. Revision ist ein Ping. Aber welcher? Ich würde es rausfinden. Esri ist Science Ping, meine ich. Avocaro ist Pigeon Ping. Kevilight ist Ping de Otter. Goro Goro Tamashi habe ich auch schon häufiger gelesen und Kuyuma auch, beides glaube ich keine Pings. Marziping ist da, Torpedo Dolphin ist da. Habe ich den schon mal gelesen oder kommt er mir nur aus anderen Gründen bekannt vor? Ich weiß es nicht. Ich glaube beides. Dann ist der Pingone da, huhu. Und ganz viele andere Leute. Lord of the Pings sehe ich, hallo. Kitty Ping sehe ich, hallo. Gumbinchen sehe ich. Guitar Ping neuerdings, oder? Meine ich. Kendoin ist da. Und The Lion Ping.
gibt sich die Ehre. Dude Ping, hallo, hallo und herzlich willkommen. Jokan gesund und ganz neu, zum ersten Mal gechattet mit einer ganz langen Message, aber auf Englisch. Hello, sorry for bothering. Want to offer promotion of your... Oh. Nee, das ist ein Bot, oder? Ja, den können wir eigentlich gleich mal hier, wenn mir da nicht die Dingens dran sind, kann ich den gleich mal versuchen. Kriege ich den irgendwie gebannt oder so? Purge, delete. Ich delete den einfach erstmal und dann gucke ich mal. So, noch irgendwas? Wir hatten auch das erste Mal jetzt ein der Bot-Ping, genau. Wir hatten jetzt auch das erste Mal einen Bot auf dem Discord und wissen nicht, wie er da hingelangt ist, weil der ja eigentlich nur für unsere Patronen gedacht ist. Der hat so getan, als wäre er auf über Patreon gekommen. Müssen wir mal bei Patreon meckern, dass da irgendwelche Bots quasi über den Patreon-Bot. Der Patreon hat ja selber tatsächlich einen Bot, der steuert, wer auf den Discord darf. Aber der sollte jetzt nicht einfach mal irgendwelche Bots durchlassen, die vor allen Dingen... Also ich meine, wenn wir Bot-Patreon haben, wäre das okay irgendwie, glaube ich. Auch Roboter dürfen ja... haben ja eine Lebensberechtigung. Aber naja. Interessante Geschichte. Zu der gibt es später auch nicht mehr als jetzt. Und ja, wie geht's euch denn so? Mir geht's ganz gut. Ich freue mich über das schöne Wetter draußen. Es wird Frühling, überall sprießen Blümchen und sowas. Das habe ich gern. Ich und 1 Million andere Leute. Und was gibt es Schöneres an so einem sonnigen Tag, als in seiner muffigen Muffelbude rumzusitzen und sich 15 Jahre alte YouTube-Videos anzugucken? Mir fällt nichts ein. Ja, Krokusse, die sind überall, nicht wahr? Meine Schwester hat mir auch ein Foto aus ihrem Garten geschickt. Da ist auch alles ganz, ganz gesprossen. Bei uns wächst ja nicht. Bei uns ist, ich habe den braunen Daumen, aber nicht aus dem Grunde, den man vielleicht denken könnte. Hat nichts mit seltsamen Klo-Angewohnheiten zu tun. Ich habe einfach den braunen Daumen im Gegensatz zum grünen Daumen. So. Lord of the Pings muss gleich wieder los. Schön, dass du reingeschaut hast. So. Ja. Was machen wir denn jetzt, bevor wir anfangen zu streamen? Erst müssen wir entscheiden, was wir überhaupt streamen. Mir fällt gerade auf, dass ich hier das Zimmerlicht gar nicht angeschaltet habe. Ich habe hier mein Licht, das gibt mir hier Licht. Ich habe hier mein Schreibtischlicht, das gibt mir da Licht. Das gibt mir das warme Licht. Über das haben wir schon mehrfach geredet. Aber wenn das Zimmerlicht nicht an ist, dann fühle ich mich irgendwie ganz flach hier. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Zimmerlicht an. Einen Augenblick, ich bin gleich wieder am Mikrofon. Mehr Licht, mehr Licht. So. Ich habe hier nämlich was vorbereitet. Die Ziehung der Lottozahlen sozusagen. Ist das irgendwie Schleichwerbung hier? Nee, das ist irgendwie Beutel von irgendeinem Kopfhörer, den wir benutzen. Oh, ich hoffe, da ist nicht noch ein alter Zettel drin. Von unserem, das ist nämlich der Beutel, den haben wir bei unserem letzten Stream im Team, das ist unser Band-Stream, den machen wir einmal im Monat, da streamen wir mit der Band und da haben wir ein kleines Charade-Spiel letztes Mal gemacht, zum
Wir haben ja quasi Bandjubiläum und der letzte Stream, da ging es um unser erstes Album. Seltsamer Vorkommnis auf der Jahreshauptversammlung der Südpol-Freunde. Und da haben wir eine kleine Songtitel-Scharade gemacht. Es war eine mittelgute Idee, die uns aber trotzdem irgendwie durch den halben Stream gerettet hat. So, nee, was ich hier habe, jetzt habe ich jetzt einfach schon gezogen, total unglamourös, das ist aber auch nicht gut. Ich tue dir mal wieder rein. Ich habe hier einen Beutel jetzt, in diesem Beutel sind jetzt die ganzen Zettel mit den auf TikTok, auf Instagram und auf YouTube, meine ich, hat Anne mein Ankündigungsvideo, dass die Reaction-Action weitergeht, draufgepackt. Und wir haben halt alle Kommentare, die da drunter waren, haben wir auf kleine Zettelchen geschrieben und zerschnippelt. Und jetzt ziehe ich einen davon und guck mal, welches Spiel ihr euch wünscht, was wir heute streamen. Und dann hoffe ich, dass ich dafür auch ein Let's Play finde. Moment, einen Augenblick. So, und das Spiel, das wir spielen, ich habe es noch nicht gesehen, ist... Hör auf mit der scheiß Musik und fix erstmal Year of Rain. Okay, nee, das ist nicht der... Das ist kein Spiel, das ist... Entschuldigung, das war ein anderer Kommentar. Das Spiel, das wir spielen... Oh! Keine, vielleicht nicht die größte Überraschung, aber wir haben... Edna! Edna! Okay! Na gut. Da will ich ja mal nicht so sein. So. Ich hoffe, wir finden auch einen. Aber ich habe im Discord hatte irgendjemand mir was zugeschickt. Es ist ja das Original Let's Play ist ja wohl mal runtergenommen worden. Aber unsere findigen Pings haben. Hatten mir da einen Link geschickt zu einem Re-Upload. Und ich hoffe, der funktioniert. Wir werden das gleich sehen. Wir werden das gleich testen. Aber bevor wir soweit sind, werden wir erstmal nach Strich und Faden keine Ahnung, was anderes machen. Wir werden erstmal ein bisschen chatten und unterhalten. Ich werde nochmal 2-3 Kannen Kaffee exen und dann. Hoffe ich. Vielleicht fällt mir auch noch die ein oder andere Anekdote an. Ich habe keine Ahnung, wieso das runtergenommen wurde und gere-upped. Da müsst ihr mir helfen. Ich bin da nicht so sehr in der Materie. Ich bin da nur quasi Opfer der Umstände. Habe ich denn was zu erzählen? Ich habe Edna gerade erst letzte Woche getroffen. Das kann ich erzählen. Und zwar war eine Geburtstagsparty im Freundeskreis und da habe ich die Allianne getroffen, die war auch eingeladen, die Edna gesprochen hat und da habe ich unseren Pings eine schöne Grußbotschaft mit aufnehmen können. Das war sehr nett. So. Da habe ich nämlich lange nicht gesehen. Noch mehr habe ich mich darüber gefreut. Fast noch mehr. Naja,
sorry, Aljan, aber ein kleines bisschen mehr sogar noch habe ich mich gefreut, den Olaf mal wieder zu sehen, der ja unser bei der Delic unser erster Lead-Programmer war, aber ich kenne den schon viel, viel länger. Das ist nämlich ein alter Schulfreund von mir, der in der ersten The Delic-Staffel sozusagen, also im ersten The Delic-Jahr und ich glaube auch im zweiten, ich weiß nicht gar nicht genau, wann er ausgestiegen ist. Viel länger als ein Jahr war es nicht, viel länger, also es war auf jeden Fall nicht länger als 2 Jahre. Meine ich. Da war er dann, genau, hat er die Programmierabteilung geleitet, bis er dann gemerkt hat, dass vielleicht die Games-Branche doch nicht zu ihm ist. Komisch, dass The Delic überhaupt für Videospiele Copyright anmeldet wird. Bei YouTube macht es das? Macht es eigentlich nicht. Ja, der ein oder andere Ping hat sich gefreut über dieses kleine Mitbringsel. Und das gab es zu erzählen. Außerdem, ich habe es neulich schon mal im Stream gesagt, dass ich zu Gast war bei Uke und Andi beim Podcast namens Teetiet. Da war ich jetzt, der ist jetzt tatsächlich draußen, der Podcast. Ich habe selbst noch gar nicht reingehört. Gestern hat mich die Nachricht ereilt, dass der jetzt zu hören ist. Teetiet heißt das Ding, wie Teezeit. Auf Ostfriesisch sozusagen. Und das haben wir auch da gemacht. Da haben wir Tee getrunken und ja, da kann man mal eine Stunde etwa geht die Folge. Ich glaube, die ist ein bisschen länger als die anderen Folgen, aber es ist auch kein Wunder. Es reden ja auch 3 Leute statt nur 2. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den aufzunehmen. Ich habe keine Ahnung, wie hörbar jetzt das Ergebnis geworden ist. Anna hat jetzt auf jeden Fall nicht gesagt, so, das müsst ihr unbedingt verschweigen, deswegen gehe ich mal davon aus, es ist hörbar und ja. Mr. Nikolaus fragt, möchtest du irgendwann nochmal ein Spiel machen oder bist du zufrieden soweit? Ich bin ziemlich zufrieden soweit. Wenn ich ein Spiel mache, dann muss ich erstmal, also ich warte jetzt erstmal ab, dass ich auch die Musikbranche gewinne und durchspiele und zurück ins Regal stelle. Und ich habe gehört, der Endgegner soll ganz schön hart sein. irgendwie Swift oder so heißt der Endboss. Nee, Quatsch, so weit müssen wir nicht, aber auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal die Musikbranche durchspielen. Danach würde ich gerne erstmal den deutschen Film retten und dann mache ich nochmal wieder ein Computerspiel. Aber die anderen beiden Sachen müssen halt auch noch passieren. Und am besten zu meiner Lebzeit so. Und solange es noch Film- und Musikbranche gibt. So. Sehr ambitioniert, finde ich super. Genau, das ist so mein Vorhaben für die nächsten 2-3 Jahre. Und dann Netflix mit einer Serie retten und ein Buch schreiben. Ja, Buch schreiben hatte ich auch überlegt, das ist eher so fürs Alter. Ich glaube, genau. Weil ich werde ja noch nicht alt sein, wenn ich halt mit dem Film fertig bin dann, ne? Als übernächstes Vorhaben. Ich mache meinen eigenen Streaming-Dienst. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Ambition. So. Ich bin ja nicht größenwahnsinnig. Netflix-Serie schon eher, aber da muss ich ja in Serie arbeiten. Da muss ich ja halt irgendwie ständig nachliefern. Nö. Weiß ich nicht genau, da Lust drauf habe. Eine eigene Comic-Reihe haben wir eigentlich auch schon mal gemacht. Wir haben allerdings nur einen Band geschafft. Hier. Und passt auch zum Thema, ne? Es gab ja das Edna-Comic.
ein Band. Auf der wahnsinnigen Jagd nach Räuberhäuptling Fusselbart. Ich hoffe, das nächste Album wird wieder etwas kantiger. Kantiger im Sinne von? Noch nicht kantig genug. Ich fand das letzte jetzt ganz schön kantig. Aber vielleicht nicht kantig genug. Bisschen soft. Bin noch eher härter geworden. Aber vielleicht ist ein bisschen bisschen kompatibler geworden mit dem, was man sonst so an Hörgewohnheiten hat. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist es das, was du meinst. Ja. Härter in die Seiten schlagen. Also härter als bei Änderungen vorbehalten habe ich eigentlich nie in die Seiten geschlagen. Jetzt neu auf Parkinson Prime, Siegmund Freund in den Benz-Baracken. Der Titel vom Edna-Comic könnte glatt ein Kinderbuchtitel sein. Na. Das gehört zum Gesamtkonzept. Ich mache nur Kinderquatsch für Erwachsene. Kinderquatsch ab 18. Also ich versuche immer irgendwas zu machen, was keine Zielgruppe hat. Damit ich nur die ganzen angenehmen Abweichler und Sondermenschen, damit nur die mir zuhören. Auf den Rest kann ich auch ehrlich gesagt verzichten. Ich mag die Sondermenschen. Mit den anderen verstehe ich mich auch nicht. Die verstehen auch nicht, was ich sage. So, das erste wirkte einfach was punkiger und roher. Also roher, das stimmt wohl. Aber punkiger, wirklich? Waren wir jemals so... Waren wir punkiger? Ach, das kann sein. Kann sein, dass es ein bisschen punkiger war. Aber das erste Album war vor allen Dingen noch mit Cajon, ne? Da haben wir noch nicht mal ein Schlagzeug gehabt. So zum Thema härter in die Saiten schlagen. Naja. Okay, aber wir verlieren Leute. Ich glaube, das interessiert nicht jeden. Wir haben nämlich heute was vor. Wir spielen, wir gucken uns das Gronkh Let's Play offensichtlich zu Edna bricht aus an. Muss ich erstmal gucken, ob ich das hier überhaupt... das wollte ich aus dem... ich hatte einen entsprechenden Link. Ja. Aha. Gut, gut, gut. Das sieht gut aus. Das sieht fast so aus, als wären wir schon bereit. Das würde mich überraschen und irritieren. Ich freue mich auf die Karma folgen. Also, wofür ist das ein Akronym? Keine Ahnung. Und dann mache alles. Keine Ahnung. Keine Ahnung, meine Ahnung. Kombiniere alles mit allem. Ach so. Verstehe. Ja. Die haben sogar schon, die sind scheinbar so legendär, dass sie ein Akronym haben. Was ist dein Lieblingsbier? Das ist eine komische Frage. Ich trinke alles, was man mir hinstellt. Ich mag es nicht so sehr malzig. Ich mag tatsächlich gerne ähm, äh, äh,
herbere Biere aus dem Norden. So, da fühle ich mich wohl mit. Da muss ich jetzt, glaube ich, auch gar keine Marken nennen. Da gibt es ja 2, 3, 4, die mir alle munden. So. Ah, Marzipan ist d'accord. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Was meint ihr denn? Wollen wir einfach so gegen unsere Gewohnheiten schon ganz früh anfangen? Oder wollen wir noch irgendwas anderes machen? Irgendeinen lustigen Sidequest, bevor es losgeht? Let's go. Nee, warte mal. Ich hatte doch mal, bevor es losgeht, weil jetzt sind wir ja wirklich, im Edna bricht aus Territorium. Das hatte ich doch neulich mal für einen Stream gemacht. Meine ich mich mal grob zu erinnern. Was ist das überhaupt für ein... Ja, genau hier. So, da gucken wir mal kurz rüber. Hier. Die Anstalt. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich bin mir nicht sicher, ob wir quasi so eine Art... Ja, lass mal kurz probieren, ob das Sinn ergibt. Ich mache mal hier das oberste Stockwerk kurz auf. Erstmal packe ich das mit dem hier zusammen. So und so. Markiere ich mir das mal und parente das in ein neues Objekt. Und jetzt gehe ich mal in dieses Objekt, editiere das und sag, weiß ich, was ich hier tue. So können wir jetzt mal von oben reingucken. Einfach mal ein bisschen was gehidet. Gehidden. Heidi, 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 ho. Was ich jetzt noch mache, ist, ich gebe dem hier mal ein Solidify Modifier. Und zwar nach innen. So. Da haben wir nämlich jetzt hier ein bisschen, haben wir ein bisschen quasi eine Innenwand. Also ist so eine Innenwand unterm Dach ist ja nicht 30 cm breit. Ne? Das Dach ist ja relativ schmal. Da sind dann eher Dachbalken im Weg. So. Das sieht doch gut aus. Dann appliziere ich den mal kurz, sprich apply drücke ich. Dann mache ich hier diese Wand zu einem eigenen Objekt. Separate Selection. Ja. Ich hoffe, das ist das, was ich jetzt Sinn ergibt. Und das müsste jetzt das Objekt da sein. Dachgeschoss Innenwand. So, jetzt heide ich mal alles andere. So, jetzt haben wir nur diese Innenwand vom Dachgeschoss. Ich nehme jetzt mal kurz die untere Kante hier und mache da mal einen Boden rein. Und verstecke diese Sachen hier. So. Wo ist denn hier? Da. So rum. Okay. Dann können wir jetzt mal kurz gucken, dass wir, warum nicht? So.
etwa hier und da. So müsste der Flur verlaufen. Und etwa hier geht er um die Ecke. Bin ich ganz glücklich. Aber ich glaube, ich bin vor allen Dingen deswegen nicht ganz glücklich, weil streng genommen das ganze Ding nur so mäßig Sinn ergibt. So, das hier packen wir nach da. Vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung, weil diese Gummizelle, die muss ja noch Platz haben. Und wenn ihr euch erinnert, sieht der Flur hier immer relativ... so. Lang aus. Und das tut er jetzt schon nicht mehr. Wir wissen nicht, was in den restlichen... So, hier so. Ich glaube, so kann man das vertreten, einigermaßen. Wer war das? Schmockdreck. Hallo. Da und da und da und da. Mache ich Edge Subdivide. So, also für alle, die nicht wissen, was ich hier mache, ich mache jetzt quasi das Stockwerk, in dem sich Ednas Zelle befindet, mache jetzt hier einmal kurz in 3D. So. Und vielleicht hier. Eigentlich, ehrlich gesagt, das hier macht schon gar keinen Sinn mehr. Es ist eher so, ne? Und hier ist eigentlich auch keine Wand, weil hier das Treppenhaus ist. Dafür ist hier diese Abstellkammer. Da muss ich noch einmal... ein Subdivide einführen. Und hier einmal kurz... kann ich das irgendwie hier hinsnappen? Nee. Oh, shit. Wenn ich hier... Ja, so kann ich das da hinsnappen. So. Der müsste auch ein bisschen größer. Da geht es ja auch so ein bisschen um die Ecke, um diese Dachschräge hier einmal auszuboten, sozusagen. Vielleicht wäre es auch angebracht zu sagen... müssen halt insgesamt überall, wo Dachschrägen sind, nochmal so extra Wände hochziehen können. Genau, das ist die Grundlage für Ätna 3D. Im Prinzip ist es ja so. So, hier und hier und da und da. So, lass mal nicht so viel Platz wegnehmen. Oh. Eher so ein bisschen. Oh. Hier ist jetzt quasi das Treppenhaus drunter. Nee, so groß ist es nur auch wieder nicht. Da ist unglaublich viel Space, wie ich gerade sehe, der halt wirklich überhaupt für nichts benutzt wird. In diesem ganzen Dachstuhl. So sieht es eher aus, ne? So. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist das einfach die Dachstuhligkeit von diesem Dachstuhl. Ich möchte auch gar nicht das Wort Dachstuhl so häufig benutzen. Das ist ziemlich uninteressant, was ich gerade mache, fällt mir gerade auf. Point and Click 3D Remakes, das wird bestimmt gut gehen. Ja. Aber ich meine, theoretisch können wir das hier so peu à peu immer aufbessern und dann schmeißen wir das irgendwann in die Unreal Engine rein und dann können wir einfach durchlaufen. Ich find's lustig. Viel Aufwand kann das nicht sein. Außer, dass vielleicht der Stream abkackt, wenn ich gleichzeitig Unreal aufhabe.
Das kann ich mir eher vorstellen. Dann laufen wir einfach durch die Anstalt durch. Also ich würde es mir zutrauen, dass wir das hinbekommen. Vor allen Dingen, wenn dieses Let's Watch, Let's Play, diese Staffel, wenn die halt irgendwie nachher auf 60 Folgen oder so kommt. Niemand interessiert? Schreit niemand? Ja, finde ich total cool. Dann sieht man auch, was ich alles mir für künstlerische Freiheiten geleistet habe beim beim Zeichnen. Und wo es gut hingekommen ist. Dankeschön, Tenchi. 60 Folgen, bin dabei. Und Stresi ist ja auch da. Hallo, Stresi. Warte mal. Ich wollte sowas drücken wie... Das macht ja keinen Sinn, dass ich dir hier den... Tri-tra-trulala. Die Mods sind da. Stimmt ja gar nicht, du bist ja kein Mods. Du bist derjenige, der den Tri-tra-trulala aufgenommen hat. Das so rum ergibt das keinen Sinn. Aber ich habe das immer noch auf Kurzwahl, weil ich mich so sehr darüber gefreut habe, dass es das gibt. So. Kommt jetzt, darf ich mir hier nicht die Blöße geben, dass das Ganze komplett unsinnig war. Deswegen muss ich wenigstens mal ein bisschen anfangen, hier Wände hochzuziehen, finde ich. Die Wand und 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 die Wand. Blorwand. Hä? Warum gibt es denn hier zwei Wände? Die will ich eigentlich nicht. Hier habe ich irgendeinen Mist gebaut mit den Wänden. Diese Edge sollte es gar nicht geben. Ja. Die Wand, 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 die hier auch. Die hier nicht. Da muss ich aufpassen. Hier ist ja dieser Fensteralkoven. Jetzt habe ich schon wieder eine Wand, die ich nicht brauche. Und hier gibt es auch einen Fensteralkoven bei Dr. Marcel im Büro. So, aber ich mache es jetzt erstmal so. Und hier ist eigentlich auch bis zum Fenster ran, aber auch nicht ganz, ne? Ich mache das erstmal so. So. Was habe ich denn hier für eine Skala? Lass mal 3 Meter sagen hoch, ne? Nee. Das hier sind 3 Meter? Nee. Was waren das eben? 30 oder was? Ne. Das hier sind 2,1 Meter. Nee, das ist aber zu ne, dann habe ich eine beschissene Skala gemacht. Dann muss ich jetzt hier raten, wie hoch das ist. So aus den Zeichnungen das ableiten. So. So etwa, ne? Guck mal. Hier ist die Treppe. Hier ist die Tür zur Gummizelle. Hier hinten ist die Gummizelle. Hier vorne ist Dr. Marcells Büro. Das kommt mir sehr groß vor jetzt. Aber naja, die Tür ist etwa hier. Und es geht halt bis hinten bis zum Lüftungsschacht, ne? Also, was soll ich da machen? Das ist nun mal so. Wenn man da drin steht, dann wirkt es auch schon gar nicht mehr so. Guck mal, ne? Hier steht Dr. Marcells Schreibtisch. Hier hinten ist der Lüftungsschachtzugang. Hier sind die Fenster. Hier ist die Tür. So. Das sieht doch einigermaßen brauchbar aus, was ich hier gemacht habe. Gut, dabei belassen wir es. Und dann können wir nämlich auch starten, oder? Das ist ein 3D-Modell, ein vollkommen akkurates von der Edna Bricht aus Irrenanstalt vom Innenleben. Moment, ich zeig nochmal. So. Guck mal, hier sieht man, dass es doch viel höher sein darf, ne? So.
Das ist zu hoch. Wo man ja auch so ein bisschen die Dachschrägen sieht, ne? Im Spiel. Nur in Ednas Zelle sieht man die nicht. Und ausgerechnet hier werden die benötigt. Das ist ein Ärger. Hier in dem Raum sieht man die auch, die Dachschrägen. Das ist vollkommen adäquat, dass es da welche gibt. Hier sieht man die. Nur in Ednas Zelle. Ednas Zelle ist halt total, total falsch. An der Stelle. An der Stelle keine Zelle. Es sei denn, die ist halt viel kleiner, als sie wirkt. Ich könnte mal kurz gucken, wie das so hinkommt. Ich meine, die ist ja auch mit einer krassen Fischei-Brille sozusagen aufgenommen, ne? Die Zelle. Da passt auch nur ein Tisch rein. Also vielleicht macht es Sinn, wenn die Wände halt einfach hier weiter hinten sind. Aha, deswegen ging das halt vorhin so schief. Guckt mal. Hier irgendwas mit dem Boden stimmt nicht. Vertices, die brauche ich alle nicht. Den brauche ich schon. So, okay. Aber hierbei belassen wir es jetzt erstmal. Einverstanden? Einverstanden. Ein seltsames Gerät. Ich speichere mal. Ich habe damit gar nichts geplant. Ich wollte das eigentlich nur so ein bisschen, weil es mich interessiert und um die Zeit rumzubekommen. Aber wir haben eben kurz drüber nachgedacht, wie das wohl wäre, wenn wir das halt so über den Stream verteilt, halt immer weiter basteln und das dann in Unreal reinschmeißen und dann ein bisschen in der Anstalt rumlaufen können, in 3D. Ich fände es nett. So. Ich fände es nett. So. Okay. Aber das ist jetzt Zukunftsmusik. Jetzt wollen wir erstmal angucken, wie der gute Gronklord Rangor, wie der das erste Mal Edna Bricht ausgespielt hat, wie er dieses Erlebnis erlebt hat beim Erleben des Erlebnisses und wie wir es erleben werden, wie es jetzt für mich ist quasi. Das ist jetzt ja, deswegen auch spannend. Ich meine, Harveys neue Augen war schon lustig, so wie so ein Trip in die Vergangenheit. Aber was halt hier jetzt besonders spannend ist, dass er Edna Bricht aus ja mit den Entwicklerkommentaren gespielt hat und mich quasi darüber dann kennengelernt hat, mehr oder weniger. Dass er meinen komischen Kommentaren gelauscht hat. Und jedem und Öhm, das wir nicht rausgeschnitten haben. Und ich weiß nicht, ob ich das selber ertrage, mich selbst so häufig zu hören. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut ertrage, quasi dieses olle Spiel, das halt irgendwie mit dem, wir spielen das ja quasi, also wir gucken ja, wie Erik das unüberholte 600x800 Pixel breite, von mir mit dem Fuß gezeichnete Original spielt und nicht die Enhanced Edition, sage ich mal. Also keine Ahnung, ob ich das überhaupt aushalte vor lauter es ist ja nicht mal Fremdscham, es ist ja Selbstscham, vor lauter Scham. Wie heißt noch gleich Fremdscham, die eben nicht auf Fremde projiziert ist, sondern auf sich selber? Ach ja, Scham. Kann es sein, dass der breit gezogen ist? Nee, ich habe den einfach ein bisschen... Achso, kann das sein? Das weiß ich gar nicht. Kann sein.
Nee, ich glaube, ich habe den einfach nur größer gezogen. So. Nicht breit. Ich wüsste gar nicht, wie ich den breit ziehen kann. Kann ich den irgendwie breit ziehen? Ah, doch, kann ich. Aber wenn, dann minimal, ne? So. Das, keine Ahnung. Ich glaube, das kommt noch vom letzten Stream Intim, wo ich hier ein bisschen das anpassen musste, damit das nicht über Gunnar rüber geht. Ich kann es ja eigentlich jetzt auch wieder ganz hoch machen, ne? Nee, wie habe ich denn das eben hinbekommen, dass das skaliert wurde, anstatt. So nicht, so nicht, doch so. So, ne? Hä? Aber sobald ich das wieder größer und kleiner ziehe, macht das wieder so. Also es sieht mir so ein bisschen so aus, als wäre das Original so. Keine Ahnung. Nee. Frage ich mich. Kümmern wir uns nicht drum, wollte ich sagen. Entschuldigung, Tenshi, dass ich sowas darfst du mit mir nicht machen. Dafür bin ich einfach zu monkig. Ach, Blacks TV, das finde ich nett, dass du das sagst. So, aber jetzt mal genug des Vorgeplänkels. Es sind fast 50 Minuten um. Wir sehen einen weißen Screen. Es ist die erste Folge. Ich weiß in etwa, was am Anfang passiert. Fände es schön, wenn der Stream aussähe wie eine Kommandozeile in Matrix. Achso, der Chat. Ja, das fände ich auch schön. Sieht aber nicht. Eine Sache, die mir jetzt schon auffällt. Es wird ganz schön schwierig für mich sein. Ich will ja immer ein bisschen was erzählen, so irgendwelche Anekdoten. Und wie jetzt zum Beispiel werfe ich dann solche Sachen ein wie, ah ja, ich erinnere mich noch hier, den Screen habe ich ganz zuletzt gezeichnet. Kurz vor Release habe ich noch gesagt, so, nee, wir brauchen noch irgendein Intro. Ach, das zeichne ich nochmal schnell. Wir haben auch die Sprachaufnahmen schon gemacht, deswegen habe ich das Ganze nur aus alten Sprachsamples zusammengebastelt. Deswegen sagt Dr. Marcel in dieser, es ist ja quasi eine Traumsequenz von Edna. Er sagt halt nur pa, pa, pa. Ich fand das witzig, dass das halt irgendwie so sein. Also das ist halt so eine Art Stil geworden. Tja, auf jeden Fall, ich habe das halt wirklich sehr, sehr, sehr kurzfristig noch gebastelt. Habe ich dieses Schiff gemalt. Ich glaube, das habe ich aber schon mit dem Tablet gemalt. Kann das sein? Das kann sein. Das war ja schon bei The Delic. Vielleicht hatte ich da schon so ein kleines Bambu-Ding oder so. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass das nicht. Obwohl ich wüsste nicht, wie ich diese Animation mit dieser Wasserkante gemacht haben soll. Sieht halt alles sehr. Das sieht ja alles sehr, sehr tablettig aus hier. Schon. Das ist auch wahrscheinlich die schönste Grafik im ganzen Spiel, ist dieses Piratenschiff hier. Hallo Katzenfriend. Ja, es sieht tatsächlich auch ein bisschen aus wie hier. So ein bisschen auch die Captain Blaubeer-Optik hier, ne?
Alian, habe ich gerade erst letzte Woche gesehen. Der Alex standen bislang da. Ein Spiel von Poki. Jan Müller, Michaelis, Carsten, Fichtelmann. Jo. Musik Finn Seliger. Alles bekannte Leute. Hier, Olaf habe ich auch gesehen letzte Woche. Auf derselben Veranstaltung, wo ich auch Alian getroffen habe. Felix Engel, den habe ich sehr, 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 sehr lange nicht mehr gesehen. Und ich weiß auch gar nicht, was der jetzt heute macht. Das war ein Kommilitone von mir. Der hat mitprogrammiert. An der EBA Engine. Character Design, Background Art und Animation. Ich habe einfach gerne meinen Namen gelesen. Deswegen habe ich alles gemacht. Um mich da hier ganz häufig in die Credits zu schummeln. Damals übrigens noch Müller-Michaelis. Ich heiße ja mittlerweile Jan Baumann. Weil mir der Name Müller-Michaelis ein bisschen zu gewöhnlich war. Pa! Pa! Und diese tolle Animation. Aber es war ganz schön... So... So ein bizarrer Scheiß, ehrlich gesagt. So ein bizarrer, bizarrer Scheiß. Und da bin ich auch schon. Guck mal, ich bin echt nicht viel älter geworden. Oh, warte mal. Was ist los? Ach, nichts. Du. Entschuldigung. Eine Sache müssen wir jetzt ganz dringend ändern. Moment. Wie mache ich denn das am besten? Ach so, ich weiß wie. Einen Augenblick, es tut mir leid, habt ein bisschen Geduld mit mir. Bei manchen Sachen, da bin ich akribisch. Da müssen wir mal so. Nee, BG ist da. Ja. Live BG. Nee, was ist denn das? Okay. Da habe ich noch einen anderen Quatsch gemacht. Verstehe ich. Bin gleich da. So. Jetzt. Und zwar, das ist irgendwie hier meine Photoshop-Datei, wo ich meinen Streaming-Background gemacht habe. Den müssen wir jetzt mal ein bisschen umrüsten. Oh Mann, ich kann mir gut vorstellen, dass ich, da waren noch die alten Dateien drin, der alte Rahmen, ne, das war von letztem Jahr, da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Das ist hier für irgendwelche anderen Geschichten. Guck mal, da ist der Bilderrahmen. So, aber den brauchen wir jetzt gar nicht. Was wir nämlich viel eher brauchen, ist, bearbeiten, achso, ich brauche eine Ebene, auf der ich arbeite, bearbeiten, Fläche füllen, Vordergrundfarbe, Auswahl, verändern, verkleinern, was schätze ich denn, wie breit das ist, 25, das ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu breit. Was meint ihr? Was ich damit meine ist, hier da oben. Da. Damit ich da halt hier jetzt auch so auftauche, muss ich, naja, das ist zu breit, ne? Protokoll, löschen, verkleinern.
Auswahl, verändern, verkleinern. Ich würde sogar auf 18 gehen. So. Und jetzt ist es ein ganz simpler Bevel and Emboss Effekt hier, den ich verwende. So. Schau mal. Oh, wie nett. Dankeschön. Attaba Khan 5533 freut sich sicherlich. Schau mal. Oh, wie nett. Wie hast du es gepackt, das Studio gleichzeitig? Schau mal. Oh, was ist denn jetzt los? Atta war verschenkt wieder im großen Stile. So, ne, wer hier chattet, der muss auch ein Abo haben. Das ist, glaube ich, die Logik, wenn ich es richtig verstehe. Dankeschön, Atta war. Du räumst ja richtig auf hier. Mann, du hast insgesamt 147 Abos auf diesem Kanal verschenkt. Das ist episch und trotzdem, wenn ich das richtig sehe, bist du trotzdem nur die verschenkte Nummer 2. Oh, wie nett! 148. So, genau, jetzt brauchen wir. Schau mal! Oh, wie nett! Danke auch, Nutenshi. Das ist doch nicht. Oh Mann, jetzt hat der einen Hype Train ausgelöst. So, das ist übrigens nicht. Das ist. Abgerundet. Ah, bonsoir. Wen haben wir denn da? Und ein bisschen weich gezeichnet, ne? So. Na, ihr macht ja Party hier. Dankeschön. Das ist doch gut. Wen haben wir denn da? Hier ist was los, ey. Ah, bonsoir. Wen haben wir denn da? Hype, genau. Ich bin ja gar nicht mehr zu hören. So, jetzt kommt es mir aber fast ein bisschen so vor, als wäre der Rahmen ein bisschen. Warte mal, ich muss mal kurz den aus dem Spiel raus, damit ich den immer zu sehen habe, einmal kurz rauskopieren. Damit ich ein bisschen mehr weiß, wie der auszusehen hat. So, jetzt können wir wieder. Da ist er. Das ist so ein bisschen hier gerade aus dem Stream raus. Guck mal. Jetzt sieht doch so aus, als wäre er ein bisschen breiter, ne? Auswahl, verändern, verkleinern. 22. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt nochmal gucken. Ja, doch. Abgeflachte Kante und Relief. So. Ruhig noch ein bisschen weicher. Komisch, auch da gilt nach an kommt ab, ne? Das Licht kommt von rechts oben. Interessanterweise. Das Weiß ist nicht ganz so transparent. Dafür ist er doch ein bisschen weniger groß. So. Ein bisschen mehr von der Richtung, so. Oder? Ein bisschen näher? Ja, ein bisschen näher. Ja, so etwa.
noch ein bisschen weniger groß. Ne, die Größe ist es nicht, die Tiefe ist es möglicherweise. Höhere Tiefe, geringere Größe. Höhere Tiefe. Ja. So kommt das schon der Sache schon sehr nah, oder? Würde ich sagen. Bisschen weniger weich gezeichnet. Ganz klein wenig kleiner. So. Jetzt hier nochmal das Auswahlwerkzeug. Dann, wie mache ich's? Hier hinten, das dupliziere ich lieber mal. Kommt so und dann kommt dahinter das hier, die Farbe. So. Schatten ist schon da. Den Bilderrahmen brauchen wir jetzt nicht mehr. Wo ist denn der Bilderrahmen? Da. Den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wir wissen ja, wie ich aussehe. Der Rahmen muss noch einen Schatten haben. Schlagschatten. So, zu groß. Zu viel Abstand. Aber so geht das schon, ne? Vielleicht ein bisschen überfüllen. Nee. Deckkraft ein bisschen höher. Komm. Dann kann auch der Abstand vielleicht ein bisschen weniger überfüllen. Dafür die Größe höher. Nee. So. Bisschen überfüllen. So ist doch ganz hübsch. So. Und wenn wir das haben, dann nehme ich diesen Ring. Oh, der Hype Train ist eingefallen. Übrigens, danke nochmal an alle Kontributoren, an alle, die jetzt hier noch gesubbt haben. Stilart und Lila Gustav. Nochmal an Atava fürs Subben. Danke für die ganzen, für Notenshi nochmal auch. Und an die ganzen Chira, Esri, Frankensteins Ping, Freisi, Kenduin, also. Und nochmal Kenduin. Ja, das war ja sehr laut. So, aber tut. Gut. Okay. Wir haben jetzt im Prinzip. Was haben wir noch nicht? Ich muss hier auch noch den aus dem Hintergrund noch das hier rauslöschen. Ja, so. Und die Farbe hier, die brauche ich eigentlich auch nicht im. Wo ist die denn? Wo habe ich die denn hingemacht? Ach, die habe ich da reingemacht. Das war ja nicht so schlau. So, die kommt jetzt erstmal hier wieder raus. Dann kann ich das abspeichern und hau das gleich als BG da hinten rein. Was macht denn mein Handy gerade für Kapriolen? Da ist ja ordentlich was los. Live Gaming BG Edna schreibe ich mal. So. Und vielleicht diese Ockerfarbe sollte ich vielleicht auch einmal irgendwo als Color Card abgespeichert haben. Ist ein bisschen Quatsch. Es gibt bestimmt auch bei OBS die Möglichkeit. Da eine Farbfläche zu hinterlegen, aber da ich nicht weiß, wo, mache ich es jetzt so. Einen Augenblick, das dauert jetzt nur noch einen winzigen Augenblick, dann
seht ihr das Ergebnis von dieser wunderschönen Geschichte. Ah, hier, guck mal, Farbquelle, das wär's, ne? Streaming BG, der wird jetzt ausgetauscht mit dem hier. Und jetzt fehlt natürlich noch eine Sache, bevor wir darauf wechseln können. Moment, ich kann jetzt hier noch dahinter eine Farbquelle kurz ablegen. Das soll ich auch machen. Farbquelle, neu erstellen, Farbquelle 3, nenne ich Ocker. So, und die Farbe, die weiß ich ja. Die ist, für alle, die es interessiert, DDB74F. Die Farbe des heutigen Streams lautet DDB74F. So. Und die kommt da oben hin. Mehr nicht, weniger nicht. So. Kommt unter den Streaming BG und unter das Videoaufnahmegerät. Jetzt muss ich nur noch folgende Sachen machen. Es ist Ocker, komm rein. Ich komm grad nicht zur Tür. Ich ess Farben, Farben. Ob Ocker, ob Pink. Alle. Ja, dafür habe ich jetzt gerade irgendwie aber nicht so richtig vorgedacht. Moment, es kann trotzdem nur noch eine Frage von Stunden sein. Ich habe irgendwo hier. Ja. Tada! Eine Box mit Pinnnadeln. Mann, wenn man nicht alles im Hause hat, dann ist man eine arme Sau. Ich habe aber immer alles im Hause. Und deswegen bin ich trotzdem eine arme Sau. Guck mal. Sowas mache ich live während des Streams, damit ihr das allerschönste Streaming-Erlebnis der Welt habt. Guckt mal. So, und jetzt wieder Videoaufnahmegerät kommt. Effekt. Oder warte mal, vielleicht ist mit etwas Glück sogar der Effekt noch drauf. Nee, ist nicht. Oder doch? Wie sehe ich denn das? Filter. Nee, doch da. Filter. Aha. Chroma Key. Okay. Die Frage ist jetzt, wie gut sich das quasi auf diesen Screen hier transportiert. Ich sehe es gerade nicht. Es geht so, ne? Weil mein Schreibtischstuhl ist natürlich halt ein bisschen so. Aber ich glaube, wenn ich mich selber ein bisschen kleiner mache. Dann könnte das schon hinhauen. Oder? Das ist doch die richtige Aetna-Optik. Sieht ein bisschen peinlich aus mit meinen Haaren, aber. Hä? So. So. Das Mikrofon mache ich ein bisschen weg. Und hier, ich habe natürlich die Chroma-Key-Farbe vom Chroma-Key-Filter. Die ist natürlich noch so ein bisschen
Die ist so ein bisschen noch auf, wie soll ich sagen, auf den Bandraum und auf die andere Kontrasthelligkeit grün. Benutzerdefinierte Farbe. Ich könnte halt irgendwie das Grün ein bisschen ändern. Bisschen blaueres Grün ist das hier nämlich, ne? Okay. Ja. Oh, das ist ein bisschen besser, oder? Ich habe den Eindruck. Hallo und herzlich willkommen, Raider. Julina Aurela raidet uns mit ihren 18 Raidern. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Poki. Ich habe Spiele gemacht, jetzt mache ich Musik und manchmal streame ich, wie heute. Und weil ich ein nostalgischer Mensch bin, streame ich die alten Let's Plays, wo niemand Geringeres als Gronkh höchstpersönlich damals noch auf YouTube meine Spiele gespielt hat. Und wir sind da noch ein bisschen dabei, uns einzurichten, denn heute beginnen wir mit einem neuen Let's Play, und zwar dem Let's Play von Edna bricht aus. Das haben wir am Anfang ausgelost. Und irgendwie ist hier mein T-Shirt einen komischen Moiré-Effekt mit dem Chroma-Key. Aber genau, warum ich hier so seltsam aussehe oben in der Ecke, schau mal. Oh, wie nett. Das erklärt sich vielleicht gleich. Dankeschön, Mooping. Mooping macht die besten Sachen. Hier ist jetzt gerade auch der Chroma-Key eingeschaltet. Ist ein bisschen komisch, aber was soll ich machen? Weil damals war ich in meinen Spielen immer im Entwicklerkommentar hier oben in der Ecke zu sehen. Und zwar in so einem Kreis. Also das bin ich. Jetzt bin ich quasi zweimal im Bild und darf zweimal kommentieren. Einmal von links, einmal von rechts. Das ist doch... Ich finde, das ist nur fair. So, ich mache vielleicht doch noch mal ein bisschen. Ich gucke ja eher so von der Seite rein, ne? Ja, also, dass ich halt irgendwie den Screen so machen kann, dass ich halt hier so rübergreifen kann. Dafür bräuchte ich, glaube ich, noch ein paar Genau. Ja, das ist meine Profilneurose. Ich bin zweimal im Bild, ich bin zweimal im Bandnamen. Es ist Pokeception in allerbester Manier. Aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ich meine, wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? 20 Minuten? Nicht mal, ne? Viertelstunde? Um halt quasi diesen schönen Edna-Effekt quasi hier im Stream zu haben. Ich habe das hier eben gerade hier, den Kreis und die Hintergrundfarbe, den Greenscreen, das habe ich halt hier gerade alles live vor der Kamera eingerichtet. das ist ein bisschen bescheuert, aber that's the way we roll over here. And that's the way we speak English over here as well. We speak in a very German fashion English. When a native English speaker hears how I speak, he will cots on the floor immediately. So. Genau, ich finde es eigentlich auch ganz, ich finde es auch wirklich ganz hübsch, muss ich sagen. So, dann können wir jetzt weitermachen. Nee, wollte ich noch irgendwas zum Intro sagen? Ich finde es halt echt einfach frech, wie ich mit diesem schrummeligen, bummeligen, dummen Intro halt durchgekommen bin. So, das wollte ich noch sagen. Ja, schön, dass ihr dass du hier ein paar Leute mitbringst. Ich hoffe, ihr macht es euch bequem und ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Stream. Wir haben also quasi gerade erst angefangen, zumindest das Spiel anzuschalten.
dass ich glaube, der gute Gronkh hat noch nicht ein einziges Wort gesagt. Also, gucken wir mal. I think I spider. Ja, genau. Hey, Pucki-Puppe, bist du auf das hier? Naja. Hihihihi. Bidu, 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 bidu. Ha! Ding, 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 ding. Bricht aus. Ich glaube, das war das Erste, was er gesagt hat. Die Frage, muss man das so, händisch... darf ich jetzt übernehmen? Dankeschön. Und willkommen bei einem neuen Let's Play. Wir befinden uns hier in einer Irrenanstalt und spielen Edna. Und unser Ziel ist es jetzt erst einmal, aus dieser Zelle auszubrechen und alle Menschen zu töten. So, auf jeden Fall, wir befinden uns tatsächlich gerade in der Irrenanstalt und herzlich willkommen beim meistgewünschten Game. Oh, Edna bricht aus. Und ich möchte direkt als kleine Warnung vorab sagen, wir werden wahrscheinlich sehr, 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 sehr... So, ich mache mal den Background-Sound ein bisschen lauter. Das wird allerdings auch zur Folge haben, dass, weil das natürlich Gronkhs Aufzeichnung ist, dass halt auch der Soundtrack vom Spiel lauter ist. Das kann ich jetzt leider nicht hier getrennt hoch und runter regeln, wie ich will. So. Oh, wie nett. Dein Lieblings-Hamburger Musiker. Naja, ist ein bisschen Kunst, ne? Wir sagen, wir sind eine von 10 Hamburger Bands. Da denken erstmal alle, oh, aber jetzt nennt mal die 9 anderen. So. Fänd's lauter, okay. Okay, dann mache ich's lauter. Aber genau, Gronkh hat noch gar nicht ausgesprochen. Sehr lange spielen, weil ja, Deichkind, in diesem Spiel kann man wirklich mit allem agieren und alles mit jedem benutzen, angucken, sprechen, pipapo. Und natürlich werden wir möglichst alles einmal ausprobieren. Ja, Moment, probier Moment. Alles aus. Ach so, hier ist ganz es wird leise. Sicher Spaß machen. So, hier oben übrigens, wir spielen mit Kommentaren von Poki, Jan Müller-Michaelis, wir erinnern uns, der junge Mann, der irgendwie alles macht. Der versteckt sich hier ein bisschen verstruffelt oben links und den klicken wir einfach mal an. So, wie ist denn jetzt das Verhältnis erst zwischen Erik und mir? Zwischen und jetzt quatscht er auch schon los. Das klingt fast so, als wären wir in einem Raum, oder? Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren. Meine Güte, wie habe ich denn damals gesprochen? Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren. Ich war es überhaupt nicht gewohnt, überhaupt zu sprechen, habe ich den Eindruck. Oh Mann, meine Stimme, klingt meine Stimme wirklich so? Willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jan Müller-Michaelis, ihr dürft mich auch... Mein Name ist Jan Müller-Michaelis, ihr dürft mich auch... Mein Name ist Jan Müller-Michaelis, ihr dürft mich auch... Unfassbar. Ich glaube, ich war es wirklich noch nicht gewohnt zu sprechen, erstmal. Also in der Öffentlichkeit irgendwie zu erzählen. Scooter. Okay. Deichkind, Scooter. Du hast 2. Fehlen noch 7. Mein Name ist Jan Müller-Michaelis. Ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen. So stehe ich zumindest auch in den Credits. Interessanterweise klinge ich ein bisschen wie Matze, wie unser Matze. Wie Matze, unser Dorfhamster. Tokotronic, fettes Brot. Oh. Aber fettes Brot gibt's jetzt nicht mehr. Das ist nicht keine korrekte Antwort. Die haben aufgehört jetzt. Ja, wir starten das Spiel. Und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch. Die Beginner, okay, die zählen. Wusstet ihr eigentlich, dass
Platin Martin, der vierte Beginner, der die Band verließ, bevor sie berühmt wurde, dass der ein Detailianer ist, dass der bei Delic in der Entwicklungsabteilung gearbeitet hat, bis sie aufgelöst wurde. Und federführend an Gollum beteiligt war. So unter anderem State of Mind. Und was? Blackguards. Die Sterne. Kommen die aus Hamburg? Ich bin mir nicht sicher. Kommen die Sterne wirklich aus Hamburg? Ihr seid ja schon fast ihr seid ja schon bei 5. Oh ja. Okay, das wusste ich nicht. Aber ich habe mal mit dem, wir haben mal so quasi, es wie so eine Art GEMA-Workshop, da kann man manchmal so Experten-Calls, Vier-Augen-Gespräche als Musiker mit Experten aus der GEMA machen. Und da hatten wir tatsächlich mal den Frontmann von den Sternen als Gesprächspartner bei einem Call, Anne und ich. Haben wir mit dem geredet und ihm quasi schlaue Fragen gestellt zum Thema Musikbranche und GEMA. Das war nett. Ich glaube, dem hat auch ganz gut gefallen, was wir gemacht haben. So. Wo ich gerade befindet. Mhm. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Oh. Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller... Ich kann mich überhaupt nicht hören. Ich finde mich ganz, ganz anstrengend zu hören. Es ist aber eher so, als wäre meine Stimme älter, als sie jetzt ist. Kann das sein? So irgendwie so ein bisschen heiserer und ein bisschen... belegter und aber ich werde dich also ungeübter, ja. Ich habe nicht ausreichend gesungen. Als würdest du aus der Nase reden. Ja, das tue ich doch eigentlich immer aus der Nase reden, weil als Allergiker ist meine Nase so richtig chronisch verstopft. Eben nicht aus der Nase. Also ich benutze meine Nase nicht mit. Poki ist jünger geworden. Nee, eigentlich ist Gunnar doch derjenige, der immer jünger wird. Oder es hat am Mikrofon gelesen, ja, aber das glaube ich nicht. Also es war auf jeden Fall sehr billig aufgenommen, dieser Entwicklerkommentar. Das haben wir bei Steffen zu Hause in der Wohnung gemacht. Das fand ich auch witzig. Das war warum eigentlich bei Steffen, sagt mal? War Steffen da schon da? Zu Release von Edna bricht aus? Oder war das schon eine zweite Edition? Das war bestimmt schon eine zweite Edition. Kann ja nicht beim Ur-Release gewesen sein, wo Entwicklerkommentare schon drin waren. Das ist schon irgendeine Special Edition, ne? Aber nicht die Anniversary Edition, sondern eine Special Edition halt. Mit Entwicklerkommentaren. Und die hat Erik gespielt, ja. Was macht denn jetzt euer Wiki-Eintrag? Den gibt's immer noch nicht. Wir sind nicht enzyklopädisch relevant. Zu unserem großen Ärger. Ich merke übrigens gerade, ich bin tatsächlich ein bisschen, wir streamen ja schon 1,5 Stunden. Ich glaube, ich bräuchte mal, das ist ein bisschen peinlich, weil es jetzt quasi noch gar nicht so richtig losgegangen ist, aber ich glaube, ich brauche schon meine erste Pause gleich, damit ich hier ein bisschen entspannter in den Stream reingehe. Ich bin enzyklopädisch relevant mit Betonung auf Klo. Und auf Päh. So, und Anne und Gunnar sind nicht enzyklopädisch relevant. Mm-mm. Sorry, Anne. Sorry, Gunnar. Nur ich bin enzyklopädisch relevant. So. Ich bin Enzyklop. Dusch.
in diesem Bild nur noch zu haben. Man braucht mal eine Enzyklopädie. Das erinnert mich wieder daran, wie toll wir vorankommen bei diesem super Stream-Vorhaben. Anderthalb Stunden und guck mal, wir haben ja schon fast die Intro-Szene fertig. Gronkh hat ja sogar schon was angeklickt. Zwar nur den Entwickler-Kommentar bislang, aber exzellent. Na gut. Ich glaube, bevor wir hier das Ganze bevor ich mich total verliere und verfussele, lass mal tatsächlich, oh Mann, jetzt muss ich irgendwie erstmal den, kann ich eigentlich in einem Screen den Effekt anhaben und im anderen aus? Nee, ne? Was ich aber machen kann, ist, das hatte ich auch schon mal und dummerweise ist es wirklich total dämlich von mir, habe ich das wieder weggelöscht. Ich hatte einen Knopf auf meinem Stream Deck, wo ich den Chroma Key an- und ausschalten konnte. Das war praktisch. Jetzt ist er, naja, ich lasse es jetzt erstmal so. Auf jeden Fall muss ich euch was in der Pause anmachen, weil ich zum Spielintro, zum Stream-Intro so total dabei versagt habe, eine neue Version von Alles auf Anfang zu singen. Spiele ich euch einmal Alles auf Anfang, denn das ist ja auch quasi das Thema des heutigen Streams. Alles auf Anfang. Und deswegen gibt es jetzt Alles auf Anfang, hoffentlich. Mein Name ist Menschheit, ich bin neu in der Stadt. Ich wohne jetzt in Remscheid, hab zwei Zimmer mit Bad. Ich lad mir gerade Jerks illegal aus dem Netz hoch. Da geht mein Handy, ey, was denn jetzt noch? Risiken scheut. Wir reiten Peter Fox-Style.
machen alles neu. Toi, 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 toi. Alles auf Rot gesetzt und alles verloren. Kein Grund, um jetzt untätig in der Nase zu bohren. Schon Jesus wurde nach einer Woche wieder geboren und sagte Scheiß drauf daneben von vorn. Den ganzen Karren amtlich gegen die Wand gesetzt. Doch auch wenn er im Dreck steckt, liegt doch auch der Antwort snap. Laden einen Spielstand und wer das nichts nützt, kriegt Steuer Z, Steuer Z, Steuer Z. Irgendwas menschlich, da ist schon was Wahres dran. Sagt neues Blatt, doch wo fing das Chaos an? Mit dem Feuer, dem Rad oder dem aufrechten Gang? Erstmal alles auf Anfang, alles auf Anfang, alles auf Anfang. Seht hier mein Bart, ich wohne jetzt in Flensburg, bin neu in der Stadt. Ich vergrab grad alte Lackdosen im Naturschutzgebiet, da geht mein Telefon, och nö, nicht schon wieder. So. So, so, so. Ja, schön, dass ihr da geblieben seid. Wir gehen jetzt gleich zurück ins Spiel, bevor wir vergessen, wo wir waren. Lecker Schoki. Entschuldigung. Ich brauche ein bisschen Zucker. Ich laufe doch nur auf Zucker und Koffein. So, da sind wir wieder. Entschuldigung. So, tschüss, Kitty, geh mal in den Lurk. So, alles auf Anfang, alles auf Anfang. Wir sind ganz am Anfang, das passt. Deswegen kann ich jetzt mal meinen Entwicklerkommentar zu Ende hören. Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht, dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ja, danke, ne? Tschüss! So, ich komme gar nicht auf meine Stimme klar. So, das war übrigens damals offensichtlich schon, das war ja der erste Entwicklerkommentar, den ich jemals gemacht habe. Und damals war es schon ein Thema, dass ich gesagt habe, hier, Bade würde mich erwürgen. Bade ist so ein netter Typ, der wirkt nicht, der wird auch eigentlich niemals aufbrausend oder irgendwas. Aber natürlich hat er sehr, sehr starke Vorstellungen davon, wie vernünftiges Game Design aussieht. Und wir haben uns diverse Diskussionen darüber uns in diversen Diskussionen darüber damit auseinandergesetzt und schönen Grüße an Bade. Er guckt sich das ja sowieso nicht an. ich glaube, der hat gar keinen Twitch oder YouTube. Der hat noch einen alten Rechner mit einer Kurbel zu Hause. So. Anne würde mir mehr Angst machen. Ja, das stimmt allerdings. So. Naja, machen wir mal weiter. Habt ihr gehört? Eine halbe Stunde werden wir brauchen. Und ich hoffe, Edna ist nicht kalt, weil die trägt unter ihrem Gespenstergewand nur einen Schlüpper. Ne, die hat sonst nichts an, nur einen alten Schlüpper.
Und die Frage ist, wie kommen wir hier raus? Ich muss zugeben, ich habe schon ein bisschen angespielt. Ich wollte gucken, ob man das Spiel vielleicht noch in einer höheren Auflösung laufen lassen kann. Geht aber nicht. Und deswegen habe ich schon ein bisschen angespielt. Ich spiele übrigens auch komplett ohne Lösung. Also ohne Komplettlösung in diesem Falle. Das heißt, wir werden uns mit Sicherheit hier und dort ein wenig festbeißen. Für diejenigen, die das Spiel kennen und den Lösungsweg kennen, nicht spoilern. Wer spoilert, der wird von Lotti geknutscht. Warte mal, der wird von Lotti geknutscht? Hat er also doch erst den Brunner gespielt? Ja, stimmt, das hatten wir ja schon... Hatten wir schon mal beredet, ne? Da hat erst Deponia gespielt, dann Edna und dann kam schon Deponia 2 oder so. Mm. Das ist die Reihenfolge. Oder hat er erst Deponia 2 gespielt und dann Edna? Man weiß es nicht. Hallo, Melu. Hm. Hörst du schon gleich die dramatische Musik? Von Lotti geknutscht werden ist kein schönes Erlebnis. So, die macht's nämlich mit Zunge. So, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Und es ist eine haarige Zunge. Wir schauen uns erstmal alles an. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Hm, hast du recht. Guck mal, ein Tisch. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich habe übrigens, wo ich gerade Aliane höre, wie sie hier Edna spricht und dieses Erlebnis ja gerade letzte Woche live hatte, hat mir doch Aliane glatt erzählt, ich habe ja neulich gerade im Stream erzählt, dass Aliane und Olaf halt immer noch einen Stapel von den ausgedruckten Edna-Texten, das war halt so ein Stapel Papier, wo ihre Texte ausgedruckt waren. Und die hatten das dann auch über Jahre hinweg unter ihrem Couchtisch liegen als Schmierpapier. Weil sie nicht wussten, wohin mit dem Zeug. Und Aliane hat mir jetzt erzählt, die haben gerade vor kurzem erst den letzten Zettel verschmiert benutzt. So. Macht nichts, wir sind ja sowieso noch am Anfang, Meli. Kannst du dann, kannst du ja auf YouTube nachholen. Ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder mit dabei. Ich habe jetzt übrigens diesen Stream als regelmäßigen Stream, zumindest erstmal am Samstag, eingestellt. Ob ich es mittwochs schaffe, weiß ich halt nicht. Das kann ich auch schwer absehen, weil wir tatsächlich, ab nächster Woche möglicherweise Handwerker im Haus haben und da weiß ich noch nicht genau, wie ich streamen kann. Das wird sich zeigen. Und wir wissen auch noch nicht, wie lange das dauert. Aber Samstag sollte ich hinbekommen, da sind nämlich die Handwerker nicht im Haus. Ich kann mich an nichts erinnern. Also Edna ist ohne Gedächtnis in der Zelle. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Immerhin hat sie einen eigenen Stuhl. Kann auch nicht jeder von sich sagen. Vielleicht ist er nett. Warte, komm, reden wir doch mal mit dem. Du bist ein fauler Nichtsnutzstuhl. Na komm, der steht den ganzen Tag hier rum und wartet darauf, dass du dich mit dem Arsch draufsetzt. Der ist schon super nett, der Stuhl. Du bist ein fauler Nichtsnutzstuhl. Du bist da ein bisschen undankbar, Edna. Stehen bleiben, Tisch. Brav. Ja, gelernt ist gelernt. Tür ansehen. Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Tür ansehen, nicht öffnen. Das ist eine Tür. Sie ist geschlossen. Erfolg freigeschaltet. Guck. Okay. Also, wir haben geguckt, deswegen haben wir jetzt einen Erfolg. Das ist schon mal viel wert. Auch im richtigen Leben sollte man gucken. Ich hasse Gitter. Gitter ganz. Können wir das Gitter nicht rausreißen mit unmenschlichen Kräften? Sesam, öffne dich! Das war wohl der falsche Spruch. Gewalt ist die Lösung, Edna. Gewalt. Oder ein Gespräch. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns?
Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Da hast du recht, Harvey. Aber was tun? Reden wir doch mal mit der Tür. Hallo, Tür. Wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Na gut. Tür kriegen wir nicht auf, Polster kriegen wir nicht auf. Aus Harveys neue Augen weiß der ein oder andere, da waren wir ja schon mal in dieser Zelle. In der Zukunft, ne? Das wird ja später passieren. Wir spielen ja jetzt wieder eine Vergangenheit. Queen Lillian, das macht ja gar nichts, dass du ein paar Streams verpasst hast. Die lassen sich ja auch alle nachholen bei Bedarf auf YouTube. Das ist unser Kanal Baumann, Bergmann, Pokinson, ne? Da auf dem YouTube-Kanal lassen sie sich nachholen. Was ich auch gerne kommentieren wollte, ist hier, Ryrene. Rürene. Oder Rye René. Die Konversationen aus deinen Games haben meinen Wortschatz so unglaublich geprägt. Das ist, glaube ich, eine der schönsten Sachen, die man mir sagen kann. Da freue ich mich am allermeisten drüber, wenn ich sowas höre. So ein bisschen ist das halt ja auch meine Agenda. Ich möchte nachhaltigen Eindruck auf die Sprache hinterlassen. Das ist das, was ich mir am allermeisten wünsche, was quasi von mir bleibt, wenn ich irgendwann mal über die Anden verstreut werde oder an die Enten verfüttert oder was auch immer mit mir passiert. Auf besagter Geburtstagsfeier, auf der ich letzte Woche war, wo auch Alian zugegen war, hat Anne was unglaublich Lustiges gesagt. Anne war auch da und ich glaube, ich habe jetzt weiß jetzt endlich, ich wusste schon seit Ewigkeiten, dass ich gerne was ist denn da passiert? Irgendwas habe ich jetzt ausgelöst. Ja, das ist nicht richtig. Wenn überhaupt irgendein Jingle, dann doch der hier, ne? Für alle, die nicht wissen, was passiert, Poki reagiert. Ich bin jetzt auch ein Polizist mit großem Zeigefinger übrigens. So, was ich erzählen wollte, ich hatte seit jeher habe ich den Plan, dass ich, es gab mal vor ein paar Jahren in Bussen, ich glaube in manchen Bussen vom HVV, also vom Hamburger Nahverkehr, gibt es das möglicherweise immer noch, aber ich glaube, das ist ein bisschen in die Jahre gekommen und wurde wahrscheinlich rückgebaut. Stattdessen gibt es jetzt moderne Infoscreens, aber bevor es die Infoscreens gab, wo dann halt irgendwie richtig Werbefilmchen abgespielt werden, gab es über Jahre hinweg so LED-Laufbänder, wo dann halt irgendwie Werbung durchgelaufen ist. So. Die Älteren unter euch werden das vielleicht noch kennen. Piep, 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 mit so kleinen Animationen, wo die Schrift dann halt irgendwie von links und rechts reinfährt, dann im Boden versinkt und so mit Sternchen einmal so durchfährt, anfängt zu blinken und solche Sachen, ne? Aber alles mit roten LEDs auf schwarzem Grund. Und mein Traum war, dass wenn ich halt irgendwann mal unter die Erde komme, dass dann auf dem Friedhof mein Grabstein halt so eine LED-Laufband hat und dann steht, hier ruht Poki, Poki, Poki. Eine Ruhe in Frieden oder sowas. Und jetzt weiß ich aber auch endlich, was die Botschaft auf meinem Grabstein sein sollte, also auf diesem LED-Band. Das ist jetzt eine Idee von Anna, aber ich finde die so gut, dass ich die gerne klauen würde. Und zwar, ich glaube, der allerbeste Grabstein, hier in Ätna im zweiten Akt, so viel kann ich wohl mal spoilern, gibt es ja auch einen Friedhof, wo wir insbesondere, ich glaube, da hat mir bei den Texten dort auf dem Friedhof, weiß ich noch, hat mir René schon geholfen, hat mir René ein bisschen zugearbeitet. Der hat coole Grabsteinsprüche sich einfallen lassen. Die kommen zum großen Teil nicht von mir, aber sowas wie Eiskunstlauf ein bisschen in den späten Frühling oder so. Hier ruht, keine Ahnung, sowas. Ich will halt auch einen guten Grabsteinspruch. Und Annes Vorschlag war, und ich möchte ihn gerne haben, ist hier ruht Poki. Zum Schluss ging es ihm nicht mehr so gut.
Das ist wirklich großartig. Zum Schluss ging es ihm nicht mehr so gut. Das ist schöner kann es doch gar nicht werden. So. Das ist ein perfider Trick, um zu verwirren. Aber was machen wir denn jetzt? Wir nehmen den Tisch einfach mal mit. Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Aber das ist doch ein super Tisch. Das ist ein Didakt-Tisch. Den kann man immer mitnehmen. Oder vielleicht den Stuhl. Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Reißen wir mit den Fingern die Polster aus den Wänden. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Lassen wir es bleiben. Können wir mit der Wand reden. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als Ja. Und einfach nur benutzen? Ha! Okay, können wir gegenboxen. Im Inventar haben wir Harvey. Den können wir gegen die Wand schmeißen. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ah! Ah! Ist da drin bald mal Ruhe? Alter, Erik! Das war überraschend. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ich hab mir Können wir mit Harvey reden? Ich habe mir vor 100 Jahren ja mal dieses Let's Play angeguckt, aber damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Also ich habe, wie ich merke, keine Erinnerung an dieses, daran, wie Erik das Spiel spielt und was er hier so alles vom Stapel lässt. Jeden Gag, über den ich damals gelacht habe, als ich mir das vor 100 Jahren reingezogen habe, werde ich bereits vergessen haben und werde wieder drüber lachen. So war denn irgendwelche Gags macht, aber meine Güte, das war erschreckend. Da erkennt man aber auch die Qualität eines guten Let's Players. Und so kommt man in den Olymp des Spielekommentierens, indem man solche Aktionen macht. Hallo? Hallo Edna. Was gibt's? Ja, erstmal das Grundlegende. Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Tut dir das nicht weh, an den Ohren getragen zu werden? Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Mhm. Wie geht es dir, Harv? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Ja, irgendwie muss es doch gehen. Am besten klatschen wir den Hasen auf den Tisch. Machen Hasenbraten. Hey, Harvey! Willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf. Dann lieber nicht. Na gut. Können wir Harvey vielleicht auf den Stuhl setzen? Was denkst du über diesen Stuhl, Harvey? Er verbirgt etwas. Meinst du? Er sieht so nutzlos aus. Das täuscht. Glaub mir. Stuhl. Ich erkenne deine Sünden. Vielleicht Harvey gegen die Tür klatschen? Kannst du mir helfen, diese Tür aufzubekommen? Klar. Ich hol nur gerade mein Schweißgerät. Im Ernst. Es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Vielleicht Harvey gegen das Gitter? Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Ach Mist. Na gut, ich habe ja schon ein bisschen angespielt. Ich weiß ja schon in etwa, Gott sei Dank. Und deswegen kann ich auch jetzt mit Bestimmtheit sagen, das Let's Play könnte sich streckenweise ein wenig ziehen. Das heißt, bitte nur mit Geduld einschalten. Es könnte ein bisschen dauern. Stuhl. Bei genauerer Betrachtung fällt mir die Stuhlartigkeit dieses Stuhles erst richtig auf. Nicht, dass du in Stulitäten gerätst. Super Idee. Wahrscheinlich komme ich dadurch frei, dass ich mir diesen Stuhl nochmal angucke. Warte mal. Das ist wirklich interessant. Die Beine lassen sich abschrauben. Nein. Oh.
Potztausend. Abschraubbare Stuhlbeine. Kramschware aus dem Möbeldiscount. So, nehmen wir den Inbusschlüssel und dann gleich ab dafür. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Hallo, Quissel. Hat ja gut geklappt. Ich habe das Bein abgeschraubt. Randale! Yippie! Ah. So, jetzt haben wir ein Stuhlbein. Es gibt eigentlich weniger, was zitierfähiger ist als Randale! Yippie! Das benutze ich immer noch ständig. Wenn ich selber irgendetwas aus meinen Spielen zitiere, dann ist es bestimmt Randale, Yippie. Ein stumpfes Stuhlbein. Nicht gerade das beste Werkzeug, um aus einer Gummizelle auszubrechen. Wie rücksichtslos von Dr. Marcel, dass er dir keinen Presslufthammer in die Zelle stellt. Aber ohne Scheiß, echt mal. Können wir das Stuhlbein vielleicht, können wir den Hasen verprügeln? Guck mal, Harvey. Ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt. Du bist ein Genie, Edna. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Übrigens, wenn es im Hintergrund knötert, ne, das sind wieder Bohrgeräusche hier aus dem Haus. Das nennt man übrigens, das ist übrigens zum großen Teil auf einem präparierten Klavier eingespielt von Finn persönlich. Diese ganzen Geräusche bum, 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 und so weiter, das ist halt alles erst irgendwie, ich glaube, das hat er tatsächlich sogar noch an unserem alten Fachbereich gemacht. Finn war ja ein Kommilitone von mir, da das dort halt irgendwie am Flügel ist da, da rumgelaufen und hat halt irgendwie auf die Saiten gehämmert und halt irgendwie auf dem Klavier auch diese Geräusche und so weiter. Hat er alles selber gemacht. Das muss eine herrliche Session gewesen sein. Aber ich, keine Ahnung, wie man sowas hinbekommt. Ne? Und das ist, da drauf halt ich weiß gar nicht, was das für ein Instrument ist, so Glockenspielmäßig, ding, 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 ne, so Spieluhr-Sounds. Ja. Der Gummizellen-Soundtrack, der ist schon ziemlich genial. Ich nur mal sagen, ne? Die Sprecherin von Edna scheint mir ziemlich öffentlichkeitsscheu zu sein. Würde gerne mal wissen, wie sie heute aussieht. Ich wollte ja ein Video machen, als ich die Grußbotschaft für unsere Pinks aufgenommen habe, hat sie gesagt so, nee, ich möchte lieber nicht im Bild auftauchen. Das soll ein Mysterium bleiben, wie ich aussehe. So, Das haben wir noch nie gehört. Leute aus ihrem Antlitz ein Mysterium machen wollen. Tja, das ist, ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob man das hört in der Aufnahme. Jedenfalls, wir müssen das Stuhlbein irgendwie anspitzen. Aber wie? Vielleicht mit einem Polster? Jeder weiß, dass man mit Polstern Stuhlbeine anspitzen kann. Das hatte kaum einen Effekt, wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Vielleicht Harvey. Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby, nehmen wir die Bude auseinander. Upsi. Und da haben wir tatsächlich jetzt ein kaputtes Stuhlbein, das sehr spitz aussieht. Ich muss aber sagen, letztes Mal in der Probeaufnahme habe ich es hier oben am Gitter. Dachte ich mir, ich kann es da durchstecken und abbrechen. Hat auch funktioniert. Also es gibt mehrere Lösungswege. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns hier durchschlagen werden. So, und jetzt apropos schlagen werden. Natürlich benutze ich den Erikativ. Ausgiebig. Und oft. Ich zelebriere hier die ganze Zeit Gewalt in der Gummizelle, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Mist. Polsterritzen, ich glaube, hier war das doch, wo wir ausgebrochen sind. Oh, da war es eventuell hier. Oh, da war es eventuell hier. Oder war es eventuell hier? Oder war es eventuell hier? Oder war es eventuell...
Adrian sieht auch aus wie Edna im echten Leben. Nur im echten Leben. Also sie hat keine Nase und nur einen Mund, wenn sie redet. Ja. Oder war es eventuell hier? Ja, ich habe für jeden Schlitzer, für jeden Ketchup-Fleck, für jedes Edna Wars hier, für jeden Senf-Fleck, für jeden Spucke-Fleck, für jeden Bohnendip-Fleck, meine ich, gab es auch. Also Edna Wars hier und andere Kritzeleien habe ich und für jede Zickzackung habe ich eigene Grafiken gemacht durchs ganze Spiel. Auch nachträglich übrigens nochmal. Ja, das war aber auch ein bisschen Spaß gemacht. Das hat mir, weißt du, wenn du halt irgendwie den 1.000.000. Text geschrieben hast darüber, was passiert, wenn du wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, Müsli-Packung mit Lichtschalter benutzt, dann bist du halt irgendwann froh darüber, dass du sagst, okay, hier muss ich mal nichts schreiben, hier kann ich auch einfach was zeichnen. Und es ist mindestens genauso lustig. Das Ketchup-Senf. Senf-Achievement. Oh nein. Was für ein Ja, vor allen Dingen, weil man halt nochmal zurück muss und durch das Ganze, ne, man kriegt den Ketchup ja erst, wenn man eigentlich schon halb durch ist durch das, durch die Anstalt. Muss man nochmal ganz überall in alle Räume zurück. Oder war, ja, ich höre ja schon auf. Ich mach doch hier nur, ich muss doch hier auch mal irgendwie was machen. Hallo, Shadowsea. So, wir sind aber gleich durch, glaube ich. Wir können jetzt die ganzen Wände ja perforieren übrigens. Oh, wir sind schon in Folge 2. Guck mal. Das heißt aber nicht, dass ich es machen muss. Ich zeige nur mal ganz kurz der Vollständigkeit halber. Hier geht es um die Ecke. Und dann können wir die ganzen Reihen perforieren. Und was dabei auffällt, der geübte Beobachter wird es sehen. Pass auf, ich mache jetzt nochmal hier. Nur ein Schlitz kann der richtige sein. Ja, also weißt schon, ne? Hier, und der Schlitz unterscheidet sich von allen anderen Schlitzen. Und nur diesen Schlitzen wollen wir besitzen. Ja, hier, zerschlitztes Polster, 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 zerschlitztes Polster. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. In der Tat. Nimm doch mal das zerschlitzte Polster. Jetzt will ich es noch weniger. Aber das ist ein sehr schönes Polster. Vielleicht kannst du dich ja mit ihm anfreunden. So, ich antworte nochmal kurz auf, schaust du auch Eriks Deponia Let's Play? Es kommt ein bisschen drauf an, ob die Luft raus ist nach diesem, nach dieser Reaction-Action-Staffel, sage ich mal. Nachdem wir Edna durch haben. Kann ja sein, dass wir danach einfach keine Lust mehr haben. Dass wir alle ausgepowert sind und sagen, oh Gott, was war das denn? Oh nein. Jetzt bloß nichts weiter. So. Oder ob wir gerade mit der Band ein Projekt haben, was mehr Aufmerksamkeit benötigt. Ich bin ja quasi nur im Nebenjob Teilzeit-Streamer und hauptberuflich jetzt Musiker. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Na, das kennen wir ja schon. Ich nehme das als Ja. Das kennen wir ja schon. Können wir das benutzen? Ha! Offenbar nicht. So, wir haben immer noch ein Stuhlbein und wir haben immer noch HW. Halt, können wir... Hey, komm mir damit nicht zu nahe. Das sieht so aus, als könnte es wie Butter durch Gewebe schneiden. Können wir nicht dem Wärter den Pflock durchs Herz rammen? Ja, bitte, können wir das? Oh, lass es uns bitte tun. Lass uns den Wärter aufschlitzen. So, Psychostimme aus, HW hier durchgesteckt. Ein Kunstwerk. Scheint nicht zu funktionieren. Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Nicht viel. Hey, hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du?
Ich würde gerne reden, ich weiß aber gar nicht, huch, was? Wo bin ich hier? Wer bin ich? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Warum ist hier so heiß drin? Lass mich raus, ein Notfall. Ein Notfall! Mir ist aufgefallen, wie elegant du diese Tür bewachst. Mir ist aufgefallen, was für eine Dampfnase du doch bist. Vergiss es einfach, ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ich frage erstmal der Reihe nach. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnt ihr nicht einmal mehr zum Klo gehen. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Ja. Wer bin ich? Der mit... Der gute Janis Saurins, der den Stiesel gesprochen hat, der ist irgendwie mit so einem Nerd-Shop hier gar nicht weit von hier entfernt, also im benachbarten Stadtteil namens Comic Cave. Mit dem ist er verwandelt, also da werden Comics, aber eben auch Figuren, also Actionfiguren und solche Sachen. Eben so ein richtig schöner Souterrain-Laden, wie man ihn sich als Nerd wünscht, vorstellt, wo halt irgendwie so Marvel-Action-Figuren und Comics verdingt werden. DC natürlich auch. Das war jetzt nur beispielhaft gesagt. Und eben alle möglichen anderen schönen Sachen. Und jetzt habe ich da angefangen, diese Geschichte zu erzählen, habe überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, ob ich noch weiß, wie sie geht. Die machen jetzt einen Podcast, also Stiesel macht den zusammen, wo es halt eben um diese Actionfiguren geht. Und der Name des Podcasts ist, soweit ich mich erinnere, Figur betont. Abstand, nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Boah, du musst ja nicht gleich so unwirsch sein. Der ist übrigens auch irgendwie, ich weiß gar nicht, warte mal, ich weiß gar nicht, ich habe das irgendwie nie wirklich weiter verfolgt, so. Aber eine Sache mit Janis ist auch, dass er irgendwie mit Bela B. Verbandelt ist über diesen Comic Cave. Da gab es halt irgendwie so eine Art Collab. Da ist Janis quasi, hat ein alter Ego als ein wie heißt es denn? Ich weiß genau, ich bin mir nicht sicher, ob es als Flundermann oder so, Flunder irgendwas. Guck mal, hier ist sogar ein Bild davon. Das ist die Frage, ob ich das so ohne weiteres hier auf den das ist jetzt auf Instagram. Kriege ich das halt irgendwie hier so auf den Screen drauf? Moment. Vielleicht, wenn ich das hier nicht so geil. Bildschirmfoto aufnehmen, vielleicht so. Kopieren. Ach komm, ich habe doch Photoshop offen, dann kann ich das da auch da drin zeigen. Hier, da sieht man, dass wie hier Janis, so sieht Janis aus, mit meinem Stimmen. Zwilling. Wir haben ja immer irgendwie so ein Ding am Laufen, das mit meiner Band, dass andauernd Leute kommentieren, dass meine Stimme so klingt wie die von Bela B.
Ich empfinde das selber nicht so, aber wir haben vor 100 Jahren schon mal so einen Song aufgenommen, Offener Brief an Bela B. Der ein oder andere wird ihn vielleicht auch kennen. Der ist auf YouTube, den haben wir hier im Home Recording aufgenommen. Ein bisschen schrummelig, aber dafür halt gar nicht so schlecht. Wir wissen, dass Bela B. den gehört hat, aber wir selbst haben halt keinen Draht zu ihm und er hat auch nicht so richtig drauf reagiert. Damals war er auch noch ein bisschen Social Media scheuer, als er möglicherweise mittlerweile ist so. Aber genau, irgendwie sind sie über dieses Flunderman-Projekt, hatten die miteinander zu tun, Janis und Bela B. So. Wirklich, wirklich. Also keine Ahnung. Habe ich irgendwo wirklich geschrieben? So. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück in den Just-Chatting-Modus. Muss hier mal den Studio-Modus ausschalten. Da muss ich mal hier den Photoshop wegmachen. Dann muss ich hier mal wieder das richtige Browserfenster aufmachen. Da muss ich jetzt erstmal wieder da zurückgehen. So, Entschuldigung. Da muss ich jetzt erstmal jeden Schritt, den ich mache, kommentieren. Aber vor allen Dingen, ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Genau, man kann sich also Stiesel jetzt auch im Flunderman-Kostüm vorstellen. Lacht er uns aus? Der Flunderboy? Wir müssen die das Flunder. Die Flunder heißt, glaube ich, der Superheld. Die Flunder. So, was? Ich war gerade geistig abwesend. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Welche Behandlung? Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. Natürlich. So, eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Ja, aha. Unter der Polsterung verbirgt sich also eine Klimaanlage. Wo denn bloß? Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Boah, so ein Sack. Hilfe, Hilfe! Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Ich muss mal ein bisschen schwindelig. Viel zu heiß. Ich habe Hunger. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Oh, was ich da alles an Texte verbraten habe. Ich hatte wirklich überhaupt keine Sorgen, was Textmenge angeht. Ah, der gute alte Ich muss mal auf die Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Aber... Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Aber die Frage ist doch wirklich, wo soll man denn... Ich meine, wohin? Ich meine, da ist ja nicht viel Möglichkeit. Oder sind die Polster sehr saugfähig? Sehr, sehr saugfähig. Und wenn ich von mir ausgehe, meine ich natürlich sehr, sehr, sehr saugfähig. So, auf jeden Fall, Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin.
Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Hallo? Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle mir das eingefallen ist. Wirklich, als ich diesen Dialog geschrieben habe, oder habe ich das dir nachträglich eingefügt? Ich weiß nämlich noch, dass ich wirklich sehr, sehr begeistert war, dass mir dieser Themenkomplex. Und heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Das zieht sich ja jetzt halt quasi durch diesen ganzen ersten Akt und wird halt auch tatsächlich so ein bisschen, kriegt auch seine Auflösung. Eigentlich, dass ein Teil des Showdowns sozusagen oder der Vorab-Showdown, wenn man so will, dass es so einen kleinen Höhepunkt quasi gibt mit der Essensschlacht am Wünsch dir was Tag in der Kantine. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Und es ist auch besonders schön, weil es halt so sehr an Edna zieht. Dass halt ihr Status ist, sie ist gefangen. Aber sie ist nicht mal quasi einer der Gefangenen, die halt Nutznießer sind von so etwas Schnödem, aber irgendwie, was halt trotzdem nach Spaß klingt, wie einem Wünsch dir was Tag in der Kantine. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Ist. Das macht halt plötzlich die Welt so groß. Mit so einem One-Liner. Plötzlich kriegt die Welt halt ein unfassbares Format. Es sind da ist drin, dass es halt andere Insassen gibt, dass es eine Kantine gibt, dass es Tage gibt. Also die halt unterschiedlich belebt sind sollte. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Das ist nicht jeden Tag. So, das ist, und wir sind nicht Teil davon. Das heißt, es hat irgendwie eine plötzlich aufkommende Mehrschichtigkeit. Nur durch diese eine Vokabel haben wir halt noch mehr Incentive, aus der Zelle auszubrechen, um eben diese ausgestaltete Welt außerhalb vom, von diesen vier Wänden, von denen man nur drei sieht, kennenzulernen. Und das war das Allerwichtigste für mich, dass der Spieler sehr schnell merkt, außerhalb dieser Zelle ist halt irgendwas los. Ich will aus dieser Zelle raus, ich will sehen, was los ist. Ich will zum Wünsch dir was Tag in die Kantine. So, hallo Fusselchen. Was würdest du dir denn an dem Tag wünschen in der Kantine? Alu-Kartoffeln? Keine Ahnung. Ist das, was sich der Alu-Mann wünscht? Ich weiß es nicht mehr. Tja, nun also M. Ich glaube, bei dem kommen wir nicht wirklich weiter. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Mann. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Und das ist halt genau so ein Sachverhalt. Das wollte ich auch. Ich meine, das ist halt... Ja, da habe ich mich einfach auch sehr gefreut, dass ich den Text geschrieben habe. Bevor wir es halt sehen, und das ist auch tatsächlich eingemünzt wird, ne, ist, die Lichtstimmung, die draußen ist, ist ja auch gerade deswegen so gestaltet, dass man einfach Bock hat, rauszukommen. So. Man ist die ganze Zeit über drin, aber draußen ist es halt ein herrlicher Tag. So. Du willst einfach raus. Und diese erste Beschreibung von Stiesel ist deswegen halt für mich auch einfach sehr wichtig. So. Wie gemein, dass wir das nicht sehen, sondern dass wir es erstmal nur hören, so beschrieben bekommen von jemandem, der es möglicherweise sehen kann. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Naja, du hockst ja auch hier vor der Tür. Ist ja auch beschissen. Mist. Oh, ich hab mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Ja, mir ist aufgefallen. Ach, hier, guck mal, was mir so aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Ah.
Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Auf dem letzten Türbewacht-Turnier oder... Ach komm, schmieren wir dir mal ein bisschen Honig ums Maul. Oha, dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh, ich spiele Golf. Minigolf. Yep. Boah, das wäre genauso cool, als wenn er sagt, ich gehe ins Freibad. Hey... Minigolf, duselig, du könntest mich herauslassen, mir was vorgolfen. Ach, mir wird so schwindelig, wenn jemand Minigolf erwähnt, da wird jedes Mädel einfach nur schwach. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Ja. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Nanü? Nanü? Schuppen? Kein Head and Shoulders gekauft? Luftiger Spalt ist es jetzt. Ah, ja. Hinter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. Keine Ahnung übrigens, wie ich diese Animation von fallenden, was auch immer das ist, so Laub oder so, das halt durch die Klimaanlage durchgepustet wird, wie ich die hinbekommen habe damals mit meinen damaligen Fähigkeiten und Mitteln. Irgendwie werde ich es hinbekommen haben. Können wir das Polster jetzt nehmen? Mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Können wir das denn vielleicht ausstanzen? Eine Klimaanlage. Wie ich und die Animation gemacht habe, weiß ich allerdings noch. Gitter, Schrauben. Und natürlich wieder Hallo Poki. Ah, ihr habt es also soweit geschafft. Ja, noch seid ihr nicht ganz draußen, aber immerhin habt ihr schon mal den Ventilator gefunden. Oh. Mhm. Aber immerhin habt ihr schon mal. Ja, hier ist auch ein guter Screen, um euch aufzumuntern, Harvey mit allem auszuprobieren, beziehungsweise mit allen Gegenständen zu sprechen. Sprecht doch zum Beispiel einfach mal mit den Schrauben. Das ist ja einer der großen, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe, aber dass Edna mit allen Gegenständen sprechen kann, alleine die Möglichkeit, die das Interface einem bietet, hat mich halt irgendwie veranlasst zu sagen, ja, dann muss, eigentlich sollten die ganzen Sachen ja auch antworten. Und in den meisten Fällen antwortet natürlich Harvey, der seine Stimme verstellt und halt mit der Stimme des Gegenstandes spricht, in diesem Fall den Schrauben. Und so klingt ein Dialog mit Schrauben. Es tut mir leid, ich kann jetzt schon mal vorweggreifen. Wortspiele wie, ey, Schraube, mach dich locker, sind dem Sachverhalt geschuldet, dass Wortspiele mit Schrauben halt auch begrenzt sind. Und ja, trotzdem viel Spaß. Ja, danke. Ne? Bis später, Poki. Oh, Schreck, Schrauben! Naja. Nee, die Kommentare, die haben wir erst nachträglich aufgenommen, weil wir halt irgendwelchen Bonus brauchten für eine Special Edition oder für eine zweite Edition von Edna. Das haben wir nachträglich gemacht. Ja. Das klappt einfach nicht. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Ventilator, wir haben ein Gitter. Ehrlich gesagt kann ich auch echt nicht verstehen, wie man sich das antun kann. Ich finde es gar nicht so spannend, was ich zu erzählen habe. Aber wir fanden die Idee halt gut, weil es halt irgendwie, ne, es gibt so Filme mit Regiekommentar. Deswegen Spiele auch mit Entwicklerkommentar. Warum nicht? Das war, ich weiß gar nicht, wessen Idee das war. War es Matzes Idee? War es Edes Idee? Kam die Idee aus dem Publishing? Vielleicht damals vom Klaas oder von Olli oder so. Oder von Steffen sogar schon. Der ja, ich erinnere mich, dass ich diesen Entwicklerkommentar, ja stimmt, vielleicht waren Klaas und Olli schon gar nicht mehr da, als wir das aufgenommen haben. Ich glaube, Steffen war nicht zeitgleich mit den Leuten da. Also ich kann, die zeitlichen Abläufe sind mir ein bisschen unklar. Aber es war für mich auch alles im Prinzip, die ganzen 15 Dedelic-Jahre waren für mich auch ein einziger langer Tag, glaube ich. Da erstmal alles wieder ansehen, wie immer. Ansehen. Ansehen, 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 ansehen. Ich hasse Gitter. Ja, Mensch, das ist ja mal was Neues. Oh. Da ist ein Ventilator hinter dem Gitter.
Das wird ja immer aufschlussreicher hier. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Aufschlussreich. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Ja, aber wir können uns doch gar nicht erinnern an damals. Das ist doch so lange her. Nehmen wir doch einfach mal die Schrauben heraus. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Na gut, ja. Reden wir doch mal, wie der Poki meinte, wir reden einfach mal mit den Schrauben. Yo, Schraube! Juh mich nicht an, du Subjekt. Hey, Schraube, bleib mal locker. Gut, Schraube kriegen wir also nicht raus, benutzen. Ohne Werkzeug? Ja. Können wir die mit dem Stuhlbein vielleicht rausdrehen? Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Mist. Können wir vielleicht das Gitter rausbrechen? Das Gitter ist nicht gerade beeindruckt. Im Gegenteil, es verhöhnt mich. Böses Gitter. Vielleicht können wir ja den Ventilator schrotten mit dem Stuhlbein. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Gut, das scheint nicht so zu funktionieren. Ich muss auch sagen, ich habe genau bis hierhin gespielt, ne, beim Testen. Weil ich wollte mal gucken, wie weit ich so komme, weil der Poki meint ja, das ist so schwer und man hängt da eine halbe Stunde. Wollte ich mal gucken, wie lange hänge ich denn da. Und bis hierher habe ich gemacht, dann habe ich ausgemacht, um mir nicht alles vorwegzunehmen. Deswegen ab hier an Blind, wie es ja so schon heißt. Und das Erste, was ich probiere von im Blind, ist natürlich mir von Harvey was über die Schrauben erzählen lassen oder vielleicht über das Gitter erstmal. Was meinst du zu diesem Gitter, Harvey? Es muss einen Weg geben, da durchzukommen. Go, Edna, go! Wir können uns ja durchbeißen vielleicht. Harvey ist immer so schön supportive. Harvey ist mein bester Freund. Gut, also den Hase im Ventilator stecken geht auch nicht. Vielleicht weiß er aber was zu den Schrauben. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Konnte ich barfuß Polka tanzen? Konnte ich mich teleportieren? Cool. Konnte ich mit Delfinen sprechen? Konnte ich 10 Minuten lang die Luft anhalten? Und dabei Piratengespräche belauschen? Ich nehme aber trotzdem mal das hier. Konnte ich mich teleportieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exacto Lucci. Und dann? Exacto Lucci benutze ich dann auch immer noch. Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Das heißt, die Edna kann sich also anhand der Dinge mit ihrer eigenen Psychose eine neue Realität ihrer alten Vergangenheit aufbauen. Na, dann wollen wir doch mal. Ach, das hast du so schön gesagt. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja. Tempomorphen mich. Ja. Was genau meinst du mit tempomorphen? Tut das weh? Wird mein Körper dabei in seine Moleküle zerlegt? Und rückwärts durch die Zeit gebeamt? So ähnlich. Yippie! Ja, dann mal auf! Ja! Tempomorphe mich in die Vergangenheit! Wie du willst. Halte dich fest. Juhu! Auch ein echt guter Soundeffekt für dieses... Ah ja, und jetzt kommt genau das Kindheitsthema. Das ist auch, glaube ich, der... Das ist also die Vergangenheit? Der beliebteste Teil des... Sieht das hier nach unserem alten Keller aus? Edna bricht aus, Soundtracks. Und sieh mich an, ich bin jung. Aber es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest... Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert oder... Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel?
Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Harvey kann per Drag-and-Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie erst später benutzen, kann er sie auch auf der Leiste am unteren Bildrand ablegen. Na, jetzt bin ich mal gespannt auf die Topics und wie wir die ablegen und überhaupt. Ofen haben wir zum Beispiel. So, hier kam eine Frage, die ich sehr berechtigt fand. Genau, erstmal die Musik ist genau das Schönste, was Finn vielleicht jemals geschrieben hat für eins meiner Spiele. Das ist das Edna-Kindheitsthema. Ich kann mich noch an das Briefing erinnern. Das war, genau, da habe ich ihm halt irgendwie gesagt, das muss halt diese Vergangenheitsnostalgie hoch heraufbeschwören. So, du spielst im Garten und irgendein Nachbar hat das Fenster offen und du hörst ihn beim Klavier üben, so. Deswegen hat es auch mitunter eben diese Verzögerung drin. Das ist halt kein kompliziertes Thema, so, ne? Aber es ist dann doch edgy genug, um halt, wie soll man sagen, um halt nicht naiv, nicht nur vollständig naiv. Also es hat diese Anmutung von Naivität, aber an sich ist das Thema nicht naiv, ne? Es ist halt auch diese eine Verlängerung ist halt, das ist auch was ich mir gewünscht habe, das hat irgendwie ein bisschen an irgendwas raushaut, dass halt irgendwas nicht stimmt. Dass es zwar halt irgendwie naiv klingt auf dem ersten, beim ersten Hinhören so, aber dass halt irgendetwas diese Idylle stört. Und das macht Finn, indem er halt quasi die Takte an manchen Stellen dehnt durch eine Runde mehr in ne, so ganz logische Harmonieketten, die dann halt aber an irgendeiner Stelle einen Step zu viel auf der Leiter gehen und dann ist es halt nicht mehr gerade, aber du nimmst nur unterbewusst wahr. Sowas ist hat er halt da drin gemacht, genau. Und diese Anmutung von irgendjemand spielt es halt auf dem Klavier, als würde er üben. Ich finde es natürlich ein sehr guter Pianist. Genau, die kommt halt auch durch diese leichten Verzögerungen da drin. Und es hat für mich sehr, sehr, sehr wichtig gewesen. Und ich finde es auch einfach ein bombastisch gutes Thema. So, was hat es mit dieser Treppe auf sich? Das war die Frage, die ich eigentlich beantworten wollte. Bestimmt mache ich das hier oben gleich auch noch, wenn Erik mich anklickt. Aber ich wollte halt, also ich bin mit diesem Screen halt aus vielerlei Hinsicht nicht besonders einverstanden. Ich finde ihn tatsächlich atmosphärisch und inhaltlich sehr, sehr wie sage ich es höflich, fragwürdig. Also was ich mit der Treppe wollte, ich wollte halt etablieren, wir sind hier nicht in der echten Erinnerung, wir sind hier quasi in Ednas Psyche, wie sie sich quasi an Sachen erinnert. Entsprechend sind gewisse Sachverhalte durch ihre emotionale Färbung, also durch ihre, durch den, durch, genau, sind die halt verändert. Davon, wie es halt in Wirklichkeit ausgesehen haben muss. Zum Beispiel, sie tatsächlich wird sie halt, so krass das ist, sie wird in den Keller gesperrt, so als Bestrafung, sozusagen, als Erziehungsmaßnahme von ihrem Vater, ne? Der halt komplett mit ihr überfordert ist.
Und das ist halt hart. Wir merken es ihr nicht an, weil sie halt immer diese Frohnatur ist so. Aber woran wir es halt sehen, ist, diese Treppe wirkt halt unendlich lang. Dadurch, dass sie halt gewunden und halt unrealistisch weit hoch geht da. Und das wollte ich hiermit andeuten. Das ist halt quasi Ednas Interpretation von dieser Treppe, also, ne, und bereits eine Andeutung, dass dieses Flashback halt kein reales Bild der Vergangenheit bietet, sondern eben ein äußerst subjektives, emotional eingefärbtes Bild. So, und das ist die Treppe. Ein weiterer Hinweis sind halt diese Fehlfarben. Ich wollte halt irgendwie, dass es halt eben einfach nicht realistisch aussieht und deswegen halt irgendwie Sachen einfach komische Fehlfarben haben. Ich wollte es pastellig, ein bisschen, aber eben auch dann doch halt irgendwie bunt, dass Edna halt irgendwie ihre Erinnerungen, die Vergangenheit ist ja für sie ist halt dann doch auch irgendwie ein idealisierter Ort. So, und wie das Gras ist grüner, immer grüner auf der anderen Seite, ist das Gras halt nirgendwo so grün wie in ihrer Erinnerung, so, ne? Und der Himmel niemals so blau. Vor allen Dingen dann, wenn sie halt auch in ihrer Vergangenheit schon eingesperrt wird. So, was so halt auch ihren Freiheitsdrang, ne? Den sie halt auch schon damals quasi, der sie schon damals so ein bisschen hat knacksen lassen, so, ne? Also, genau, das sind so die Gedanken, die ich zu diesem Stream hatte. Und das war noch nicht Visionaire Engine. Nee, das ist eine eigene Engine, die wir auf Java-Basis gemacht haben. Wir haben dafür ein Open-Source-Framework namens Golden Tee Game Engine, was nicht halt wirklich eine. Also, Engine ist halt ein bisschen. Haben wir dafür reverse-engineert, auseinandergenommen und für unsere Zwecke umgeschrieben. Und haben halt vor allen Dingen der Kern war eine Datenbankanbindung, dass wir halt die gesamten Skripte des Spiels auf Tabellen einer HSQL-Datenbank festhalten konnten, die ich dann alleine und händisch ausgefüllt habe. Und ich kann ja mal kurz gucken, ob ich noch weiß, wie sowas ausgesehen hat. Ich kann sogar das Original-Tool hier noch aufrufen, das ich dafür benutzt habe. Das habe ich nämlich zufällig hier auf dem Rechner rumliegen. Ganz zufällig, hoffe ich mal. Ja. Das hier ist das Tool, das ist hier quasi der Edna bricht aus Editor gewesen. Das ist das Windows Notepad. Und folgendermaßen sah eine sah eine Edna bricht aus Skriptzeile aus. Was? Semikolon? Nee, doch, Semikolon. Nee, jetzt kommt mir das unbekannt vor. Ein Komma vielleicht? Vielleicht aber doch Semikolon. Aber es kommt mir so vor, als müsste das Semikolon am Ende gestanden haben. Aber vielleicht war es doch Semikolon. So etwa. Dann. So. Und damals war ich halt super schnell darin, hier diese Sachen hochzuzählen. So. Habe ich immer so gemacht. So. Und dann bin ich hier so hingegangen und habe gesagt, okay, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eine Fähigkeit, die habe ich immer noch von damals, glaube ich.
weil ich musste dann halt irgendwie sehr schnell diese Tabellen befüllen. Und, so. Und also das wäre jetzt zum Beispiel sowas wie die Raumtabelle gewesen, ne? Die hieß dann Raum.csv oder irgendwas oder .txt oder irgendwie. Und dann gab es die Tabelle Skript und das so macht man halt eine eindeutige, hier vorne quasi eine eindeutige ID, hier so eine Art Variantennummer oder möglicherweise so eine Nummer, die halt irgendwie die Ordnung im Screen oder so, oder zum Beispiel bei Skriptzeilen, die waren dann halt ein bisschen länger, sowas wie 01 08 01 oder keine Ahnung, und dann bedeutete das immer sowas wie, das ist Ansehen und das hier ist das Objekt, das angesehen wird in diesem Raum, Variante 01, und dann gab es dann hier als zweiten Eintrag möglicherweise die Zeilennummer, ne? Und dann war es halt Zeile 1, Zeile 2, Zeile 3, Zeile 4, Zeile 5. Und dann stand hier quasi die Skriptzeile drin, sowas wie say, lass mich hier raus oder so. Na, so könnte eine typische Skriptzeile ausgesehen haben. Ich weiß keine Ahnung, ob das halt irgendwie genauso aussah oder nur so ein bisschen so. Das weiß ich heute nicht mehr. Aber so habe ich das damals geskriptet. Und das eigentliche, die Engine war halt nur dafür da, sozusagen diese Datenbank auszulesen und darzustellen in diesem GoNT Engine Framework, wovon wir eigentlich wirklich nur das quasi so den dieses, um überhaupt irgendwie die Funktionen zum Spielstart und so haben wir eigentlich nur benutzt davon. Also dass halt wirklich ein Fenster gemacht wird und und irgendwas gestartet wird. So. Alles andere haben wir uns selbst zusammen gebastelt. Ne? Walk-Algorithmen waren ein großes Thema. So, ne? Genau. So lief das ganze Spiel ab mit null Komfort, null Editor und so weiter. Sondern alles halt in fucking Windows Notepad. Und wie wurden die Bereiche anklickbar gemacht? Ist dadurch, dass es halt spezielle Objekte in der Datenbank waren, also es wurde, glaube ich, sortiert. Jeder Raum konnte N Objekte beinhalten. Jedem Objekt konnte halt eine wie hießen denn diese Tabellen? Das war eigentlich eine schöne Logik. Das Ganze war eigentlich schön aufgeräumt. Das hieß dann Raumobjekt und damit war erstmal beides alles Mögliche gemeint. Das konnte eine Hintergrundanimation sein, das konnte einfach ein Walk Behind sein, also eine Grafik, die halt zusätzlich angezeigt werden musste, weil Edna dahinter gehen kann. Ne, sowas wie hier zum Beispiel, man kann sich vorstellen, dass Edna hier hinter diesem Holzstapel laufen kann. Dann musste dieser Holzstapel halt als eigene Grafikebene hier übergeblendet sein. So, und dann halt ROIs sozusagen, Raumobjektinteraktionen. So hat Olaf die getauft. Mir wäre das, glaube ich, so nicht eingefallen. Aber Raumobjektinteraktion hieß die Tabelle. Und das hieß, Raumobjekte, die halt eine Grafik haben konnten halt dann zusätzlich eine Raumobjektinteraktion haben. Und damit hatten sie halt einen Eintrag in einer weiteren Tabelle, nachdem gesucht wurde. Und wenn der gefunden wurde, dann waren dort halt die Skripte hinterlegt für Ansehen, Benutzen, Nehmen, Reden. Also nur die Skript-IDs, die eigentlichen Skripte, standen halt dann in der Skript-Tabelle. Anklickbar waren sie einfach über ihre Grafik. Die hatten halt alle
ihre Grafik, ihren grafischen Bereich. Wir haben da halt keine Polygone gezeichnet oder so und gesagt, das ist der anklickbare Bereich, sondern alle Raumobjektinteraktionen waren über ihre PNG-Grafiken, also über ihre über die Nicht-Alpha-Anteile ihrer Grafiken anklickbar. Wenn du verstehst. Was hat es eigentlich mit dem Origami-HW in der Special Edition auf sich? Das war, glaube ich, eine Idee von Matze. Das weiß ich nicht. Achso, wir haben so ein bisschen das war auch ein bisschen eine Anspielung auf die Special Edition von Heavy Rain, wo halt ein Origami-Teil drin war, das ungefähr zu dem Zeitpunkt rausgekommen ist. Und wir haben dann halt einen Witz gemacht über Harvey Rain. Haha. Heavy Rain. Harvey Rain. Das heißt, alles waren, nee, die waren halt zugeschnitten und diese Raumobjekte oder die Raumobjektgrafiken, die hatten halt eine Koordinate mitbekommen, wo dann die obere linke Ecke von der Grafik hinkam. Und ich habe die tatsächlich, weil ich da damals halt noch kein Tablet hatte, habe ich mir die halt irgendwie markiert mit einem Punkt in der Ecke und dann mit dem Mauscursor rüber geguckt, wo ist dann die Koordinate, und dann habe ich die abgetippt in diese Tabelle im Editor. Komfortabler war das damals nicht. Das beantwortet hoffentlich hier alle Fragen. Ich sehe übrigens, wir sind, ich darf heute nicht zu viel überziehen, weil ich Besuch bekomme um 6. Offiziell ist ja bis 9:30 angelegt. Und das ist schon in 10 Minuten. Deswegen lass uns noch mal ein bisschen spielen, abspielen und gucken. Aber ich, genau, solche Fragen und solche, die finde ich halt sehr schön, solche kleinen Sidequests. Ah, Ofen auf Edna oder zum Ablegen. Unterhalten wir uns erstmal mit Edna über den schönen Ofen. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Was ich ja viel interessanter finde, ist der Fakt, dass der Alfred Marcel, den Edna geärgert hat, der Sohn von Dr. Marcel ist. Ob das nur eine Rolle spielt, weil der Dr. Marcel scheint sie auf Edna abgesehen zu haben. Wohl nicht grundlos. Harki. Kommst du nicht mit der Harke ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Ja, ja, Edna, ich lass dich gleich ran. Aber lass mich erstmal ein bisschen rumgucken. Dann geht's schon. Hey, Edna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Meinst du, sonst säß ich noch hier unten? Ja, benutz doch die Hake. Können wir zur Tür raus? Schlüsselloch. Das legen wir erstmal ab. Und Schrauben legen wir auch erstmal ab. Klinke legen wir auch erstmal ab. Ich glaube, wir müssen hier raus. Gehe zu raus. Ah ja. Karten. Dafür, dass dieses System halt so unfassbar underused ist, ist das halt eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also erstmal eine komplett neue Spielmechanik mit Drag and Drop halt da zu implementieren. Und die funktioniert ja auch relativ fluffig. Ich finde es auch irgendwie logisch. Blöd ist halt ein bisschen, dass die Hotspottigkeit der Objekte halt eigentlich nur durch die Caption am unteren Bildrand erkennbar ist. Da könnte man halt eigentlich den Cursor noch ein bisschen auffälliger modifizieren.
beim Mouseover hätte man machen können, damit man halt lieber dieses Topic da rauszieht. Aber eigentlich war das ganz cool. Es war auch, wie ich mich erinnere, äußerst fehleranfällig. Die Reihenfolge von diesen Topics hier unten in der Leiste, ständig hat irgendein Topic, das wir da raufgezogen haben, anderes überschrieben, weil wir da halt irgendeinen Fehler im Stack drin hatten oder irgendwas. Das war, ich weiß noch, dass das halt echt noch lange Zeit unfassbar buggy war, diese Topic-Leiste. Topic-Leiste. Aber was für ein schönes Feature. Ton. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Reingefallen. Ach, Harvey. Ach, schön. Tücher. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Öl kann man immer gebrauchen bei Schrauben. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Vielleicht kriegen wir die Tür nicht mit dem leeren Öl auf. Ein Glas. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Sei doch nicht so pessimistisch. Marmeladen. Kann man aus Marmeladenöl gewinnen? Ja, wenn man ein paar Millionen Jahre wartet. Das ist der Plan. Wir warten ein paar Millionen Jahre im Keller, machen aus dem Marmeladenöl, füllen das hier ein und können dann die Tür bestimmt irgendwie öffnen. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Bäh. Farbtöpfe. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Nicht albern, seit wann? Gut. Oh. Lustig, das habe ich gerade heute erst irgendwo gelesen. Irgendeiner unserer Pinks hat das geschrieben. Nicht albern? Seit wann? Achso, sei nicht albern. Genau, das war irgendwo hier unter dem Ankündigungsvideo auf TikTok. habe ich sogar geschrieben, sei nicht albern. genau, irgendwas mit zum Glück lesen hier keine hoffentlich lesen hier keine fremde Leute mit oder so. Ich so, fremde Leute auf TikTok, sei nicht albern. Und dann war die Antwort tatsächlich prompt, sei nicht albern, seit wann? Und ich wusste gar nicht, dass das ein Zitat war. Schön. War das nicht sogar Sir Droggleping? Oder wer? Nee, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie, warst du das, Sir Droggleping? Keine Ahnung. Dieser Dialog fand über TikTok statt. Haken, Feuerholz. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Aber die Marmelade brennt doch. Übrigens, hallo auch, Watching Wombat. Na, hast du schon angefangen zu üben, wie du Gunnar ersetzen kannst? Och, vielleicht können wir das Feuerholz in den Ofen, pipapo, das Haus ausräuchern und dann flüchten. Mal schauen, fragen, was sagt ein Poki eigentlich dazu? Den haben wir noch gar nicht gefragt heute. Ja, in diesem Screen sieht man, dass ich am Anfang, als er die Hintergründe gezeichnet hat, weder über besonders große Skills im Setzen von Farben gehabt habe, noch ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, sowohl mit Farben und Formen. Ich dachte, wusste noch nicht ganz genau, wie die Optik dieser Tempomorph-Sequenzen sein sollte. Ich wollte eigentlich eine etwas skurrile, überzeichnete Variante der Realität haben, hatte aber die Realität noch gar nicht gezeichnet. Die kommt ja erst viel später, dass wir in der Realität halt diesen Raum nochmal besuchen können. Und hatte aber Spoiler. Die Vorstellung, dass unbedingt wichtig ist, dass für Edna in ihrer Kindheit und entsprechend auch in ihrer Erinnerung die Treppe zu dieser Kellertür unglaublich lang und geschwungen war. Was sie natürlich in der Realität dann im Endeffekt nicht war. Es war halt nur eine kurze Treppe bis zur Tür. Und deswegen habe ich sie auch unendlich lang und geschwungen gezeichnet. Ja, ein schöner Gedanke.
der allerdings dazu geführt hat, dass sich hier die Linien so auf hässliche Weise berühren. Naja, so hässliche Weise ist das gar nicht. Das hat so ein bisschen diesen alten Sierra-Charme von King's Quest und so, ne? Die ersten King's Quest 1, 2, 3 und so. So diesen Charme hat das ein bisschen. Ich mag das, ne? Mach dir jetzt selbst keine Vorwürfe, Poki. Das ist völlig okay, wie du es gemacht hast. Ist schön. So, wir wechseln jetzt einfach mal. Ach nee, wir haben noch ein paar Topics, die wir besprechen können. Zum Beispiel Schlüsselloch. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Hm, mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miesigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Das schaffen wir schon, hm? Guck mal hier, reden wir doch über Schrauben. Jeder möchte gerne über Schrauben reden. Habt ihr heute schon über Schrauben geredet? Es wird Zeit. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Ach ja. Ich guck mich mal weiter um. Oh, das war besonders niedlich von Alex. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Ach ja. Außerdem ging es ja darum, sich zu erinnern, wie sie damals die Schrauben... Man merkt auch, wie ganz langsam Alex anfängt, so richtig Spaß an der Rolle zu entwickeln. Am Anfang war noch ein bisschen, waren auch die Sprachfiles noch so ein bisschen unausgegoren. Nee, unausgegoren möchte ich nicht sagen, aber so ein bisschen unklar, in welche Richtung das so geht. Ein bisschen unharveiös so, ne? Und jetzt langsam ist er halt so richtig drin. Ach ja! Super. Ach, der gute Rüdi. Ja, der Rüdi, den gab's auch. Weehawk, was macht Weehawk wohl heute? Deine Mutter fangirlt Weehawk. Sansa und Sarge Drohne. Ja. Ach, deine Mutter. Aufgedreht hat, weil das konnte sie ja damals irgendwie. Und das werden wir heute herausfinden. Ich weiß nur nicht, also es muss uns auch was in der Gegenwart nützen, weil da sind die Voraussetzungen ja anders als hier. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Ach, die Edna, so pessimistisch. So, machen wir nochmal die Edna und jetzt gehen wir nochmal zur Tür. Und gucken selber mal alles an hier, aha. Schrauben, geht nicht, ansehen. Die Schrauben halten eine Verblendung. Was wohl dahinter ist? Wahrscheinlich das Schloss. Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Wow. Das ist unsere alte Küche. Nur dafür habe ich diesen Screen nochmal gezeichnet. Noch ein zweites Mal. Wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Ach, Edna. Ach, vor allen Dingen, man sieht die wirklich... Die Türklinke So. Dahinter ist Blick allein. Ah, nee, warte mal. Man sieht die noch in der... Kann Na, wo ist er denn? Können wir nochmal die Küche sehen? Der Anblick allein war es wert, das Bindung, was wohl dahinter ist. Wahrscheinlich das Schloss. Aber mir ist gerade aufgegangen, die... Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Die ist ja nochmal in der Szene. Die ist ja nochmal ganz am Schluss, läuft Harvey nochmal durch die Küche, ne? Ja. Wow! Das ist unsere alte Küche! Wusstet ihr eigentlich, dass Edna ist damals in in das österreichische Tagesauslegemagazin, ich glaube es heißt Heute, einfach nur, und liegt in der U-Bahn aus oder sowas. Also ich weiß nicht genau, es ist halt so Sub-Bildniveau, wenn das überhaupt möglich ist. Angeblich und da haben die halt tatsächlich Edna bricht aus zum Skandalspiel erklärt, weil sie halt dadurch, dass Edna im Keller eingesperrt ist, Parallelen zu dem Fall Fritzl ziehen konnten. Oh, Feuerchip weiß Bescheid.
Gibt's, und die liegt bei der U-Bahn. Ja, krass. Ja, und warte mal, findet man den Artikel eigentlich heute noch? Bin ich mal gespannt. Das konnte ich bestimmt damals in den Entwicklerkommentaren noch nicht anführen. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht, ob ich darüber rede. Edna bricht aus. Heute. Lass mal kurz gucken, ob ich das irgendwo finde. Also ich hatte tatsächlich ein einen Screenshot zumindest von diesem. Also in der Wikipedia steht das, glaube ich, auch als Fun Fact sozusagen. Allerdings. Aber vielleicht steht da auch dann wieder. Ich muss mal kurz gucken, vielleicht finde ich's. Da. Artikel auf T-Online. Oh. Diese Seite konnte nicht gefunden werden. Okay, der ist wohl veraltet. Ja. Tja, Ednas Mutter ist existiert nicht, ne? So. Leider lässt sich das. Es lässt sich alles noch googeln, aber nicht alte Artikel in der heute. So, jetzt google ich noch mal kurz Skandal Spieleentwickler Poki. Nee, darüber gibt es nichts. Aber ich erinnere mich daran, dass die G mal einen Leitartikel darüber hatte. Skandal in der Spieleentwicklung. Aber die G ist, glaube ich, auch nicht online. Mehr zu bekommen. Kennt überhaupt noch irgendjemand die G? Für die habe ich mal Kolumnen gemacht. War das überhaupt in der G? Ich weiß es nicht. Naja, schade. Aber da gab es einen schönen Artikel über. Ich hatte ihn auch neulich mal in der Hand. Ich frage mich nur, wo der gelandet ist. Der kann gar nicht so weit gewandert sein. Aber ich weiß leider wirklich nicht, wo ich den hingetan habe. Das ist schade. Ein bisschen schade. Okay, wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Oh, 3 Stunden, 2 Minuten. Also jetzt noch so 10 Minuten maximal. Und dann, wir versuchen vielleicht noch die Kindheit, die Rückblende fertig zu bekommen. Ah, hier, Veritas hat zumindest einen Artikel, der über den Artikel berichtet, verlinkt. Aber scheint es auch nicht mehr zu geben.
Nee. Ist auch nicht mehr da, der Artikel, den du da verlinkst. Oder irgendwas ist in dem Link schiefgegangen. Da ist ja auch irgendwas mit dem Komma. Zu Amstetten, Komma. Oh nein, ich habe vor 2 Jahren hier in Dresden eine Familie im Cosplay gesehen. Die Mutter als Gold, der Vater als Rufus und das Kleinkind hatte ein Schnabeltier. Wonchi. Oh Gott. Ah, Hammer. Okay. Aber zurück zum Let's Play. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Ach, Edna, ach, Edna. Die Türklinke verspottet mich. Dann nimm sie dir vor. Verschlossen. Was auch sonst. Aber ganz leckeres Geräusch. Schrauben einfach rausdrehen geht auch nicht. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Natürlich nicht. Vielleicht kannst du die Schrauben zu einem netten Gespräch überreden. Wie komme ich an euch beiden nur vorbei? Das bringt die Schrauben bestimmt aus der Fassung. Mit bloßen Händen? Na gut, vielleicht mit dem Schlüsselloch. Hallo? Papa? Niemand hört mich. Aber Papa war nicht da. Du wirst mich nicht aufhalten können, böswillige Klinke. Harvey hat mir versprochen, dass wir hier rauskommen. Und ich vertraue ihm. Musst du auch, das bist du nämlich selbst. Und jetzt gehen wir zu raus und gucken hier selber nochmal rum. Gucken uns alles an. Leer. Ich habe ja gesagt, das Let's Play kann ein bisschen dauern, weil wir wirklich alle Möglichkeiten in Betracht ziehen werden. Zumindest hoffentlich fast alle. Ich glaube, wir schaffen gar nicht alle. Eingetrocknet? Kann Öl überhaupt eintrocknen? Ich glaube nicht. Igittigittigittigitt. Können wir das Öl denn nehmen? Da kommt nichts mehr raus. Du sollst ja auch die Dose nehmen. Mit dem Öl reden. Weiß ich noch, dann was da lässt kommt. Du sie eben stehen. Versteh schon. In diesem Regal steht offenbar nichts Nützliches. Ja, wir können trotzdem mal gucken. Sei doch nicht so. Ein Glas mit rostigen Nägeln. Bewahrt mein Vater denn gar nichts Nützliches hier auf? Okay, kleines Edna-Quiz. Wer weiß, was bei Rede mit Öl kommt? Ich weiß es nämlich tatsächlich noch. Irre, Lisa. Krass. Du weißt es echt. Wie kann man denn, richtig geil. Krass, Lisa. Wow. Das ist die richtige Antwort. Wie kannst du das noch wissen? Es gibt 100.000 Reaktionen in diesem Spiel. Ja doch, dich offenbar. So. Mein Vater wollte seit Urzeiten den Schuppen streichen. Jetzt sind die Farben vertrocknet. Tja, wir können, glaube ich, wirklich gar nichts mitnehmen, ne? Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Na gut, die Farbtöpfe wohl auch nicht. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Du kommst super an, ne, Edna? Red dir das nicht ein. Die Motten wollten sie nicht. Dann will ich sie auch nicht. Na gut, dann lass sie stehen. Okay, dann haben wir das Regal abgefrühstückt. Können wir vielleicht noch reden? Du bist schuld an beiden Irakkriegen. Wow. Ja, das war jetzt aber ein bisschen unverhofft. Lieber nicht. Ich kann diese Marmelade nicht ausstehen. Aber nur weil die Marmelade stinkt, kann sie ja trotzdem nett sein. Ist da jemand drin? Nein, ich bin vollkommen leer. Oh. War euch kein ehrenvolles Ende beschieden? Wer rastet, der rostet. So, wir klabustern alles ab, ne? Hallo da oben. Hallo. Komm, mit dem Aufstieg reden die, aber mit Harvey. Hey Harvey, wo ist denn jetzt meine tolle Fähigkeit, Schrauben zu öffnen? Ich arbeite noch dran. Ja, wir kriegen das schon hin. Schauen wir uns mal das Feuerzeug. Das klappt so nicht. Ich war noch gar nicht fertig. Ich möchte mir das Feuerholz anschauen, Edna. Guck doch mal selber hin. Da wohnen unzählige Spinnen drin. Das ist ganz gut, vielleicht kannst du dir nehmen. Ich will die Spinnen nicht stören. Ach so, aber vielleicht kannst du ein schönes Gespräch mit denen führen. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab.
Ja. Ja, klar. Super. Yippie. Ja, das ist schön. Benutzen. Ich will die Spinnen nicht stören. Gut, ich glaube, dann fällt auch die Option flach, das Feuerholz in den Ofen zu schmeißen. Der gute alte Ofen. Erinnert mich doch irgendwie an einen gewissen Sprengsatzofen, den wir mal vor einiger Zeit gesehen haben. Komm, wir nehmen den Ofen mit. Autsch! Heiß! Und reden? Er würde ja doch nicht antworten. Hey, das war... Ach doch. Jetzt verurteilt. Das war so klein und dumm, das auch, also unnütz ist auch wahr, aber autsch, heiß, ist ein Zitat aus Eschers Casting. Das war der zweite Kunstfilm, den ich gedreht habe damals, bevor ich mit solchen Sachen wie Spiele machen mich beschäftigt habe. Und daraus ist das Zitat. Und weil ich ihn halt wirklich kurz, das quasi mein letztes Projekt war, bevor ich mich an das Projekt Ätnabricht ausgesetzt habe, bin ich mir auch ganz sicher, dass das Absicht war von mir, dass ich hier tatsächlich meinen eigenen Kurzfilm zitiert habe. Wir werden bestimmt noch mehr über Eschers Casting reden, zu gegebener Stunde, weil es auch noch sehr massive Anspielungen auf diesen nie veröffentlichten Kurzfilm gibt in dem Spiel. Ätna bricht aus. Salz den Ofen aber zu Unrecht. Autsch, heiß. Gut, kommen wir mal zum Offensichtlichsten. Nehmen wir mal die Hake. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Können wir mit der reden? Was stehst du da rum? Mach dich nützlich. Benutzen wir die doch mal. Wie? Ja, indem du die zum Beispiel nimmst. Ne, sag ich doch. Und jetzt Hake mit HW. Willst du auch mal haken? Ach, lass mal. So, dann benutzen wir die Hake mal mit dem Fenster. Na, so ein Zufall, aber raus kommen wir trotzdem nicht. Können wir es auch wieder zumachen? Benutzen Hake mit Fenster. Es ist doch schon offen. Ja, aber ich dachte, jetzt kann man es wieder zumachen. Kann man denn vielleicht hier über den Haken mit den Haken? Nee, das geht nicht. Eine Räuberleiter müssten wir jetzt irgendwie machen, ne? Hey, Harvey, wo ist der? Ja. Harvey? Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Oh, ist das schön. Ach, cool. Boah, das hat echt so ein... Ach, Mensch, hat so einen Charme irgendwie. Hintertür. Wir legen hier erstmal natürlich alles ab und reden dann schön mit Edna über alles, was wir hier finden. Hinters Haus können wir auch gehen. Also die Grafiken sind natürlich jetzt nicht irgendwie high class, pipapo, aber das hat einfach so einen Charme, dass wir den Poki auch mal zu Wort kommen lassen. Ne, Poki, was sagst denn du dazu? Ja, das ist doch schon viel näher an dem, was ich eigentlich wollte. Und zwar die Kindheit als naiv überzeichnet fröhliches Paradies sozusagen. Auch wenn Edna im Keller eingesperrt ist, hat sie doch eine Erinnerung an eine goldene Kindheit, die allerdings ohne sie stattgefunden hat, unfairerweise. Und jetzt steuern wir Harvey dadurch und können uns die Nachbarn angucken und alles ist normal und gut bürgerlich und ja, viel Spaß beim Erkunden. Das Ding an Harveys Lauf... Schon krass, was da so überlegt. Okay, warte mal. Also, was sagt er noch? Wurde teilweise, ne? So auch wirklich aus Kindersicht, dass beim Tempomorphen, dass man alles aus Kindersicht sieht, dass alles so ein bisschen bunter vielleicht aussieht, ein bisschen freundlicher. Und wenn man erwachsen wird, dann wird die Welt immer grauer und grauer. Und dann sieht man, ja, man sieht es nicht mehr so durch diese Kinderaugen, ne? Man sieht das alles so ein bisschen realer, was ein bisschen schade ist. Da ist die Magie so ein bisschen weg. Es sei denn, man besinnt sich wieder drauf. Hat hier offenbar ja jemand gemacht. So, Nachbarn angucken. Ach, die Nachbarn angucken. Das machen wir natürlich auch. Nachbarn. Dann gehen wir hinters Haus. So. Erstmal die Antwort. Hey, Poki, glaubst du, ob... der Point-and-Click-Adventure-Markt in der Form irgendwann mal wieder zurückkommen wird, in der Form vielleicht nicht,
aber vielleicht in einer anderen Form ein bisschen was. Also das ist ja sowieso immer eine On-Off-Beziehung. Ich meine, als ich Erdnabricht ausgemacht habe, war das Point-and-Click-Adventure-Genre bereits tot gesagt und genau, schon lange tot gesagt. 10 Jahre lang tot gesagt. Und davor war es das Text-Adventure-Genre, das tot gesagt war, bis dann das Point-and-Click-Adventure kam, quasi. Und jetzt ist es wieder tot gesagt, aber es ist so ein Wiedergänger, so ein Zombie der Spielekultur. Ich denke, wir werden alle noch nicht unser letztes Point-and-Click-Adventure gespielt haben, da bin ich mir ziemlich sicher. So, was ich halt eigentlich sagen wollte, ist zum Thema Laufanimation von Harvey. Ich bin nicht sicher, ob da halt nochmal jemand dran war. Ich glaube schon, dass Gunnar da nochmal drüber, ein bisschen drüber gewuselt hat oder irgendeiner von den Detail-Animatoren. Aber nicht viel. Die haben halt nur ein bisschen so minimal ausgebessert. Denn ich habe ja Edna bricht aus. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich hatte halt kein Grafiktablet. Gezeichnet habe ich auf Papier. Und dann habe ich eingescannt. Und dann habe ich diese eingescannten Bilder. Und das könnte vielleicht für heute unsere letzte Aktion sein. Da habe ich diese eingescannten Bilder quasi in Photoshop übereinander gelegt und in Photoshop koloriert. Und ein bisschen hier und da, aber mit der Maus so, ne? Ausgebessert. Und vielleicht, aber nur vielleicht, vielleicht nämlich auch nicht, weiß ich noch, wo ich den Karton habe, in dem die alten Edna-Sachen drin sind. Irgendwo gibt es den nämlich noch. Und da sind halt vor allen Dingen auch, ich habe diese Animationsphasen nicht so, wie man das vom Trickfilm gewohnt ist. Die mussten ja klassischerweise, weil es halt ganz früher, wo der Trickfilm erfunden wurde, gab es halt keine. Da haben die halt so auf Butterbrotpapier, so, ne, das durchgepaust hat, damit man halt die Zeichnung da drunter sehen konnte, so Zwiebeleffektmäßig zeichnen. Und dann haben die immer geflippt, so, ne, und geguckt, so, wie passt das zusammen? Am Anfang bei The Delic hatten wir auch so Leuchttische, die haben wir uns von der Animation School gekauft, so 2-3 Stück. Und für Whispered World wurden die halt auch tatsächlich benutzt, dass die Leute tatsächlich auf diesen Leuchttischen händisch auf Papier die einzelnen Animationsphasen gezeichnet haben und halt immer so geguckt haben, ne? Wie man das so aus alten Dokumentationen für Bugs Bunny Cartoons kennt oder so. Aber ich hatte keinen Leuchttisch, als ich Erdnabricht gemacht habe. Da habe ich die halt einfach nebeneinander gezeichnet, weil ich da ja die andere Animationsphase sehen konnte. Und hab einfach gehofft, dass es gut übereinander passt. Teilweise habe ich auch so eine Animationsgrundpose gemacht und eingescannt und dann halt so halbtransparent ausgedruckt, damit ich dann halt irgendwie wenigstens einen Anhaltspunkt hatte oder mir irgendwelche anderen komischen Tricks überlegt, wie ich das hinbekomme. Oh, die Originalfassung durchspielt, ist ja irre. So, jetzt müsste ich mal kurz gucken, ob ich vielleicht schaffe, würden wir das heute noch schaffen, aber ich kann halt wirklich nur noch, ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Ich erinnere mich nächstes Mal dran. Ich möchte auf jeden Fall euch noch diese Blätter zeigen, in denen ich halt, ich war ja auch in unglaublichem Zeitdruck, das heißt, ich habe dann teilweise auch mehrere Sachen parallel auf ein Blatt Papier gemalt, also sowas wie Items, die ich dann eingescannt habe für das Inventar. Und Hintergründe und Animation. Das ist totaler Irrsinn, wie das halt damals zustande gekommen ist. Und dass es überhaupt irgendwie was geworden ist. Ich wusste ja auch echt überhaupt nicht, was ich da mache. Oh, da sitzt ja wer. Der Linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Und vor allen Dingen so viel. Eine Frage frage ich mich jetzt doch. Ich finde es cool, dass man mit Harvey jetzt rumlaufen kann, aber nicht interagieren, weil Harvey ja quasi nur eine Projektion des Unterbewussten ist.
Aber warum weiß Edna, die im Keller gesperrt ist, was hier hinter dem Haus los war? Gute Frage. Ist verdächtig. Da passt aber, ja jemand auf. HLI entwickelt neue... Für die Remaster wurde alles neu gezeichnet, aber ich habe selber nur quasi so ein Stilbibel geschrieben, um dem externen Dienstleister, der sich der Sache, dem Projekt angenommen hat, zu briefen und so quasi so eine Art Regelwerk, so ein Style Guide mitzugeben. Harvey ist nur eine Projektion ihres Unterbewusstseins. Ja, das sagt er sogar zum Schluss selber, ne? Reime im Nanosilbenlabor des Hermann-Löns-Instituts für Ja, das war so ein kleiner Tick von mir. Das Hermann-Löns-Institut für angewandte Sprachwissenschaften war so eine Art kleine Textexperimentbaustelle. Das habe ich quasi erfunden, um so kleine Text... Bröckchen, so kleine prosaische Experimente von mir zu geben. Das Hermann-Löns-Institut für angewandte Sprachwissenschaften. Und daraus ist halt in meinem Kopf so ein richtiger Kosmos entstanden. Also das ist ähnlich wie die unsichtbare Universität bei Terry Pratchett, wo es halt irgendwie eben auch ein ganzes Kollegium aus Taumaturgen gab es eben beim Hermann-Löns-Institut für angewandte Sprachwissenschaften gab es halt auch ganz viele Fachbereiche in meinem Kopf schon, sowas wie das, keine Ahnung, der Stuhl für Mikrosilben oder irgendwie solche Sachen. Genau, und da habe ich dann immer so kleine Artikel geschrieben, so für als Schreibübung. Das Hermann-Löns-Institut für angewandte Sprachwissenschaften. Angewandte Sprachwissenschaften gelang es, Forschern aus dem Fachbereich Chaos, Phonetik, drei neue Reimpaare im Satzteilbeschleuniger zu isolieren. Künftig wird sich also auch die Endsilbe eng auf Ittel reimen, Ussel auf Egel und Isel auf Oggen. Also Stiesel auf Roggen. Mit diesen neuen Erkenntnissen erhält die Dichtkunst drei wichtige neue Kombinationen, um komplexe Sachverhalten wie »Der Schaffner war ein Schussel, vergaß er doch das Segel« oder »Es dachte sich das Wiesel, ab morgen gehe ich joggen« in Reimform auszudrücken. Einfach nur schön. Kastaniendieb wieder. Das ist so bescheuert. Chaosphonetik. Genau, solche Satzbröckchen habe ich damals geschrieben. Ja, entkommen. Am gestrigen Donnerstag ist der berüchtigte Kastaniendieb aus der Haft entflohen. Die Polizei vermutet, dass es ihm gelang mit einem Ab... Esst mehr Obst. Das war ein Plakat, das wir für meinen ersten Kurzfilm hatten wir... brauchten wir halt reichlich Kulissen und ne Props, die wir halt für, wir haben da an ziemlich coolen Drehorten gebaut und eins war halt so ein Abrisshaus, da konnten wir halt eine richtige Wohnung reinbauen, weil das Haus wurde ja sowieso abgerissen, aber wir brauchten halt ziemlich viel Zeug, so Tant. Und damit die Wände halt nicht so karg aussahen, haben wir halt irgendwie Plakate gestaltet und die dann an die Wand geklebt und die dann teilweise aber auch wieder abgewetzt, damit sie halt kaputt aussahen. Ich glaube, es war sogar für den Hausflur, also für das Treppenhaus, da das halt so ein bisschen punkig, vollgesprüht und halt zerlottert aussehen. Und dann haben wir da halt Plakate wie halt an der Litfaßsäule angeklebt und die halt wieder zerrissen. Und da habe ich halt, weil uns die Ideen ausgingen, halt irgendwie einfach irgendwelche Plakate gestaltet. Und dann habe ich eins, da habe ich einfach so ein paar Fotos von Birnen und Äpfeln draufgepackt und dann draufgeschrieben, esst mehr Obst in großer. Wann zeigst du uns deine Kurzfilme? Da muss ich mal fragen, bei den anderen Beteiligten, ob ich das machen darf. Der erste ist auch gar nicht mal so kurz, aber irgendwann tue ich das vielleicht mal.
Gerade Ashers Casting, weil er halt nie gezeigt wurde, was eigentlich sehr schade ist. Also ich weiß nicht, der ist halt auch nie so hundertprozentig fertig geworden. Wir wollten halt immer noch mal ran. Soundtrack und vor allen Dingen den Sound reparieren sozusagen, also nachbearbeiten. Ich glaube, Color Correction war auch noch nicht so richtig fertig. Ja, sowas. Das wollten wir immer noch mal machen, haben es nie gemacht und dann haben wir nicht veröffentlicht. Und dann war Pooh richtig sauer auf mich, mit der, also eine genau, eigentlich war die, nee, das war quasi meine Co-Autorin und Co-Regisseurin eigentlich, aber die war schon während des Projekts war so ein bisschen, ist sie so ein bisschen sauer geworden, weil es halt nicht so richtig funktioniert hat. Der Dreh war auch nicht ganz so schön wie bei meinem ersten Kurzfilm. So, mittlerweile verstehe ich mich auch sehr wieder, sehr gut mit ihr. Und ich habe sie auch letzte Woche gesehen. Die war nämlich auf dieser Geburtstagsfeier auch. Es war nämlich ihre Geburtstagsfeier letzte Woche, wo ich auch die Alian getroffen habe und den Olaf. Jetzt schließt sich der Kreis, aber ich verrate hier auch sehr viele private Details von Leuten, die ihr aber Gott sei Dank nicht kennt. Und ich habe nur die Vornamen gesagt, glaube ich, dann ist alles gut. So. Genagten Zehennagel die Verschraubung des Nassbereichs der Gefängnisbibliothek zu lösen. Zehennagel? Und dabei müssen wir es belassen, denn in 5 Minuten bekomme ich Besuch. Das heißt, jederzeit kann jetzt. Ah, das wollte ich doch noch gar nicht machen. Jederzeit kann jetzt die Türklingel klingeln. Und deswegen muss ich hier an dieser Stelle einmal Tschüss sagen. Es hat großen Spaß gemacht, sogar mehr als ich gedacht hätte jetzt. Es gibt ja doch viele neue Arten von Sachverhalten zu erzählen. Ich dachte, ich so mittlerweile ein bisschen, weil gegen Ende des HW Neue Augen Streams fand ich, war so ein bisschen die Luft raus und ich wusste gar nicht mehr, worüber ich so richtig reden kann und musste mir teilweise Sachen aus den Ärmeln ziehen oder hab einfach sehr wenig kommentiert, aber hier gibt es ja doch wieder ganz schön viele neue Sachverhalte oder beziehungsweise noch ältere Sachverhalte, über die ich reden kann und das finde ich ganz cool. Das macht mir tatsächlich ein bisschen Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Es war quasi gaudiös und jetzt gucken wir nochmal, wen wir mit unserer Anwesenheit beglücken. Das muss jetzt aber sehr schnell gehen. Habt ihr einen Vorschlag? Humorfuchs kenne ich nicht. Wer ist Humorfuchs? Andi? Alle wollen zu Andi. Da muss ich spielt der was? Ja, der spielt was, ne? Schreibt er selber was? Das Gestrüpp. New Moon? Was ist New Moon? New Moon finde ich gar nicht. Wenn ich das so. Hier werden mir 50.000 Yo Moons angezeigt. Aber New Moon kenne ich nicht. Kennt er hier gar nicht. Ich das so ab eingebe. Doch, da unten, da ist was. Jetzt sehe ich es doch. Ach, schon wieder so ein Fuchsohren-Manga Chat. So. Und den hatten wir in letzter Zeit ziemlich viele. Andi Buletten. Ja, ach komm, wir raiden Andi, aber ich sag ihm schöne Grüße von mir, weil ich musste jetzt wirklich schon los. Und Samstag wieder 14:30 Uhr, ne? Nächsten Samstag. Und vorher vielleicht, weiß ich halt noch nicht, ob das geht, wegen Handwerkern im Haus. Muss ich mal gucken, ne? Dazu kriegt ihr Bescheid. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich auf jeden Fall donnerstags wieder einen Coworking-Stream am Mittag mache. Da könnt ihr auch gerne reinkommen. Konzept Schmonzept ist jetzt Coworking Schmoworking sozusagen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe es auch in den Kalender eingetragen. Und genau, falls Mittwoch noch was steigt, kriegt ihr darüber Bescheid. oder auch nicht. Oder ihr müsst selbst gucken. Also im Streaming-Kalender wird es dann irgendwann auftauchen. Und jetzt
viel Spaß bei dem guten Andi. Grüßt schön. Ich bin nämlich leider weg. Tschüss. Ich kann nicht für 10 Sekunden lang Ü machen. 3, 2, 1. Jetzt Raiden. Tschüss.